Liebe Studierende, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir gucken heute auf Data Science im Speziellen. Wir haben ja letztes Mal das ganze Gebiet mal angeguckt anhand der Applikationen Data Science und Artificial Intelligence. Heute gucken wir mal nur auf Data Science. Data Science ist, wie gesagt, ein Begriff, den man als Buzzword lesen kann, aber man kann ihn auch als eine neue Wissenschaftsdisziplin lesen. Datenwissenschaft, Data Science. Da wachsen gerade viele Gebiete zusammen. Und ich will das heute mal so ein bisschen erläutern, damit Sie einen groben Überblick darüber bekommen, was es da gibt. Und wie das funktioniert. Nochmal kurz, bevor wir in die einzelnen Gebiete einsteigen oder in die Teilgebiete von Data Science, warum eigentlich jetzt Data Science? Was die letzten Jahre passiert ist, ist, dass es große Synergieeffekte gegeben hat, dadurch, dass verschiedene Techniken zusammengewachsen sind. Ja, also es war, also im ganzen Gebiet Data Science und KI, die gibt es schon, die Techniken oder Teilgebiete davon gibt es schon sehr, sehr lange, also jetzt weiß nicht, 60, 70 Jahren oder so. Aber was jetzt passiert, ist, dass diese unterschiedlichen Teilgebiete, teilweise ganz unterschiedliche Techniken benutzt haben, immer mehr zusammenwachsen. Was natürlich wertvoll ist, wenn man halt nicht nur so einen kleinen Technik-Werkzeugkasten hat, sondern wenn man weiß, aha, es gibt noch die Technik aus dem Gebiet, die könnte ich hiermit kombinieren und so weiter. Und dadurch entstehen ganz tolle Effekte und neue Möglichkeiten. Das Zweite, was passiert ist, dass man gesehen hat, dass das extrem wertvoll ist, um Daten zu verstehen, aufzubereiten, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie. Ich habe Ihnen ja letztes Mal schon ziemlich viele Anwendungen gezeigt, was da alles passiert. Insbesondere dieser sensationelle Fortschritt im ganzen Gebiet, also insbesondere in der KI, die Effekte durch neuronale Netze, ist extrem viel passiert, aber auch durch andere Techniken hat es da viel Fortschritt gegeben. Und dann ein anderer wichtiger Punkt ist, dass viel mehr Daten gesammelt werden, gerade durch solche Sachen wie Smartphones. Ja, jeder hat so ein Smartphone jetzt mit. Und da ist eine gigantische Datensammlung natürlich auf dem Smartphone selber, auch auf den Servern, die die Anwendung treiben, die auf dem Smartphone laufen. Dann ist ein größerer Teil dieser Daten auch verfügbar. Das hat sich die letzten Jahrzehnte auch stark geändert, dass man viel mehr Zugriff hat auf interessante Daten und damit was machen kann, die kombinieren kann, auswerten kann und so weiter. Dann, was auch passiert ist, wirklich sehr, sehr große Fortschritte im Bereich Hardware. Also gerade in diesem Bereich DSAI, die sogenannten GPUs, die Graphical Processing Units oder die TPUs, das ist spezielle Hardware, die insbesondere sehr gut neuronale Netze verarbeiten kann. Das kam die letzten Jahre auch auf. Also spezialisierte Hardware auf spezialisierte KI-Algorithmen. Das hat diverse Anwendungen, diverse Algorithmen extrem stark beschleunigt. Was auch gekommen ist, also Data Science Werkzeuge gab es auch schon vor 30 Jahren, aber die waren dann auch immer nicht so leicht zu benutzen. Und das hat sich die letzten Jahre auch geändert. Und dadurch, also in vielen Bereichen hat man das gesehen in der Informatik, dass viel mehr Wert drauf gelegt werden muss, Dinge benutzbar zu machen, sei es von der User-Interface-Seite her, aber auch für den Programmierer, bestimmte Bibliotheken zu benutzen. Das ist auch passiert. Und dann der letzte Punkt ist, dass viel mehr, also früher war es so, stellen Sie sich vor, eine Firma, die hat irgendwie einen Karteikasten, irgendwie einen großen Schrank, da sind Akten drin, ja, und dann haben nur zwei Leute darauf Zugriff. Heute ist es mehr so, dass die Daten wie auf so einem Tisch liegen, die man mit verschiedenen Werkzeugen kann man diese Daten dann analysieren. Also es ist nicht mehr so, dass Daten, das wurde früher oft gemacht, nur in einem Werkzeug angeguckt wurden, in einer Kiste drin waren und damit angeguckt worden, sondern heute ist das mehr so eine offene Umgebung. Man hat die Daten auf dem Tisch liegen, man probiert mal dieses Werkzeug, jenes Werkzeug, diese Maschine und jene Maschine. Das ist eine Arbeitsweise, die wir auch kennenlernen werden, wenn wir mit Python dann anfangen, mit Jupyter Notebooks, werden Sie sehen. Das ist nicht so, dass ich die Daten jetzt meinetwegen, ich weiß nicht, Excel haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Ja, Sie importieren die in Excel und dann machen Sie halt alles mit Excel. Genau das machen wir nicht hier. Wir haben die Daten irgendwo liegen und dann gucken wir sie mal mit Excel an. Ne, mit Excel gucken wir sie nicht an, das ist ein ernsthafter Studiengang hier. Also Excel bitte schnell vergessen. Aber wir gucken die mit bestimmten Tools an, zum Analysieren, importieren die vielleicht mal in das Tool, exportieren die wieder, dann kommt das nächste Werkzeug und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass wir sagen, diese Daten müssen einer Applikation gehören oder müssen importiert werden in Applikationen und dann bleiben die für immer drin, sondern die Daten sind die Daten, die analysieren wir irgendwie. Und das ist so eine offene Umgebung, ja, wo man Daten halt mit verschiedenen Werkzeugen leicht angucken kann. Das ist so typischerweise was Data Science auszeichnet. Ja, was wir gemacht haben, als wir uns überlegt haben, okay, wie bringen wir diese verschiedenen Gebiete eigentlich mal zusammen,
Das ist das sogenannte Prozessmodell, DSAI-Prozessmodell. Und das werde ich im Folgenden benutzen. Das werden auch die anderen Dozierenden benutzen. Und es gibt Ihnen so ein bisschen Überblick, wo welche Tätigkeit eines Data Scientists oder KIlers eingeordnet wird, wo eigentlich was passiert und wo die einzelnen Fachgebiete, die alten gewachsenen Fachgebiete hingehören. Und das sehen Sie hier auf der linken Seite. Man kann da grob vier Phasen unterscheiden. Also es gibt so eine erste Phase, da werden Daten analysiert, gehe ich gleich im Detail drauf. Dann in der zweiten Phase werden irgendwelche Modelle gebaut. Also es ist ein bisschen wie wenn Sie früher mit Lego gespielt haben. Das ist ein Modell, so ein Lego-Modell. Sie haben ein Haus in Lego gebaut. Das ist ein Modell von einem echten Haus. Und das machen wir hier auch. Wir bauen Modelle irgendwie von der Realität. Wir bauen irgendwie was nach im Computer, was irgendwas darstellen soll, was es in der Realität gibt. Das nennt man Modell. Ja, das ist eigentlich die wichtigste Tätigkeit, die man als Data Scientist macht, als KIler, als Informatiker generell. Man baut irgendwelche Modelle. Ja, und dann versucht man anhand dieser Modelle irgendwas zu lernen oder anhand dieser Modelle irgendwas vorherzusagen. Gute Modelle haben immer die Eigenschaft, dass sie die Zukunft vorhersagen können und dann in der Zukunft messen sie irgendwas und dann sehen sie, aha, entweder wird mein Modell bestätigt oder da gibt es einen Widerspruch, da müssen wir irgendwas machen. Das ist ein Riesenthema, kommen wir drauf. Aber das ist so diese zweite Phase. Dann gibt es die dritte Phase, Make Inferences. Das heißt, ich leite irgendwas ab, ich lerne irgendwas aus diesem Modell. Also hier zum Beispiel, irgendein Wissen kann ich ableiten aus diesem Modell. Oder ich kann Vorhersagen machen, was ich gerade gesagt habe. Ganz viele Machine Learning-Bereiche. Ich sage irgendwas vorher. Ich sage, gib zum Beispiel der Maschine ein Bild. Zeig der Maschine ein Bild und die Maschine soll sagen, Hund. Ja, und die Maschine sagt tatsächlich, Hund. Super, wunderbar. Ja. Also ich will irgendwas, dass mir das Modell vorhersagt. Und diese vierte Phase ist, dass ich autonom agiere, autonom handle. Das spielt natürlich eine große Rolle, zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos, bei jeder Art von Roboter. Die sollen irgendwie was wahrnehmen, ein Modell bauen von der Welt, daraus was ableiten und dann autonom auf eine sinnvolle Art und Weise handeln. Das ist das Prozessmodell und das werden wir jetzt im Folgenden ein bisschen durchgehen. Wichtig ist zu verstehen, das ist hochiterativ. Das sieht man ganz oft in der Informatik. Das ist nicht so, Sie machen das und wenn Sie fertig sind, machen Sie das Zweite. Wenn Sie fertig sind, das Dritte und Vierte und Fünfte. Sie werden sehr oft sehen, dass Sie wieder zurückgehen müssen. Also das passiert zwischen diesen großen Schichten. Sie analysieren irgendwas, fangen an, ein Modell zu bauen und merken, Moment, also irgendwie, ich habe da was nicht verstanden. Ich muss noch mal zurück. Ich muss noch mal die Daten analysieren, sonst wird das hier nichts. Ja. Dann analysieren Sie die Daten weiter und bauen Ihr Modell weiter oder bauen ganz anderes. Ja. Dann bauen Sie ein Modell und machen irgendwelche, lernen irgendwas aus dem Modell, machen Vorhersagen aus dem Modell, merken, irgendwas mit dem Modell ist ganz kaputt. Ich gehe nochmal zurück. Ja. Und Moment, ich muss die Daten, glaube ich, nochmal analysieren. Das heißt nicht, dass man komplett bei Null anfängt, aber das heißt, dass es sehr iterativ ist, dass man so Zyklen dreht. Deswegen heißen die auch, es gibt Varianten davon, Wasserfallmodell, so ein Name. Also man geht immer wieder zurück, iterativ bewegt man sich durch dieses Phasenmodell vorwärts und rückwärts, bis man hoffentlich irgendwann mal fertig ist. Also das ist ganz wichtig, das ist hochiterativ. Deswegen hier diese Pfeile, aber hier nochmal die Pfeile zwischen diesen Unterphasen. Also das sind die großen Phasen, das sind so diese Teilphasen, die man oft sieht. Und da kann es auch jederzeit passieren, dass sie wieder zurückgehen müssen. Generell gilt für solche Modelle immer, je früher sie ein Problem identifizieren, desto besser. Na, Klassiker sind jede Art von Architekturbeispiele. Beispiel BER, ja, der Flughafen in Berlin. Da wurde offensichtlich nicht so toll geplant. Ja, da wurden zum Beispiel Rolltreppen gebaut, die halt so eine Stufe hatten. Ja, sie fuhren hoch, die Rolltreppe, und dann war auf einmal so eine Stufe, weil die Rolltreppe zu klein war. Oder da wurde vergessen, Schalter einzubauen, mit dem man das Licht auf dem Rollfeld ausmachen konnte. Das sind Sachen, die sollte man erkennen beim Planen, beim Design, beim Konzipieren. Wenn Sie das schon gebaut haben und dann merken, ups, das ist nicht gut, ist es natürlich teuer, weil Sie müssen den alten Mist rausreißen, ersetzen durch was Neues, das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Das heißt, solche Sachen sollte man möglichst früh versuchen zu erkennen, zu lösen und entsprechend zu designen, dass später das Problem in der Praxis nicht mehr auftaucht. Also ein Beispiel, was wir mal hatten in einem Projekt, das war mit
Geologen, die, also ging es darum, also die Idee von dem Projekt war, Erdbeben vorherzusagen. Also was machen die so? Das sind Geophysiker, Seismologen, die messen die Bewegung der Erde in verschiedene Richtungen, ja, sei es jetzt in diese Richtung oder in diese Richtung. Und da gibt es solche Wellendiagramme, die kann man analysieren. Und da gab es auch einen Datensatz von allen Erdbeben, die je irgendwo gemessen wurden. Also immer, wenn ein Erdbeben gemessen wird, dann gibt es da einen Datensatz, dann wird verzeichnet, aha, das war an dieser XY-Position, Länge, Breite und das war an dieser Tiefe. Also Erdbeben hat nicht nur eine zweidimensionale Position, sondern auch, man kann auch festlegen, man kann auch ermitteln, wo es war, wie tief es war in der Erdkruste. Und diesen Datensatz haben wir bekommen, dann haben wir gesehen, oh, da finden aber viele Erdbeben in 50 Meter Tiefe statt. Das ist überraschend, was ist das denn für ein Phänomen? Ja. Und wenn man dann mit den Geophysikern redet, merkt man, nee, 50 Meter ist für uns, wenn wir es nicht besser wissen, schreiben wir einfach mal 50 Meter im Datensatz. Das war also kein gemessener Wert, sondern Platzhalter für, wir wissen es jetzt auch nicht besser. Ja. Und wenn Sie das nicht verstanden haben, wie Ihre Daten, sondern blind mit diesen 50 Metern rechnen, ist das natürlich ein Problem, ja? Weil Sie hier diesen völlig artifiziellen Platzhalter 50 Meter dann dem Modell auch beibringen werden. Und das führt nur zu Problemen. Das heißt, wenn Sie mit echten Daten arbeiten, ist es immer wichtig, den Experten zu fragen, der die Daten wirklich versteht. In dem Fall war das der Seismologe, der sagte, nee, alles Quatsch, so und so und so. Sonst macht man solche Fehler. Aber das sind so Fehler, die man, genau wie mit der Rolltreppe, die man einfach früh verstehen muss. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück zu unseren Buzzwords. Bei den Buzzwords ist es so, die kann man immer als Buzzword lesen, aber auch typischerweise, wenn man sich zum Beispiel Machine Learning anguckt. Machine Learning ist zum einen ein Buzzword, was die Presse rauf und runter geht. Zum anderen ist es natürlich aber auch ein Forschungsgebiet. Machine Learning ist ein Forschungsgebiet mit großen Konferenzen, mit ganz vielen Leuten, die da forschen. Und man kann das immer mindestens auf diese zwei Arten lesen, mal unabhängig von diesen ganzen vielen Interpretationen, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Und ich habe mal versucht, den Fokus der verschiedenen Gebiete auf dieses Prozessmodell abzubilden. Also sieht man, das gibt es so ein Gebiet Data Engineering / Big Data, das ist mein Fachgebiet, das ist eher in diesen frühen Phasen des Prozessmodells zu finden, also Phasen 1 bis 2. Data Science, würde ich sagen, sind so die ersten Phasen bis Phase 3 maximal. Machine Learning ist sehr wenig in der ersten Phase, sehr stark in diesem Bereich Modelle bilden, ganz spezielle Modelle werden da gebaut und dann natürlich irgendwas daraus abzuleiten und vorherzusagen, also Phasen 2 und 3. Dann gibt es noch ein Gebiet, das heißt Modellierung und Simulation. Modellierung und Simulation heißt irgendwas im Computer modellieren, simulieren, sei es das Wetter, sei es, was weiß ich, große Verkehrssysteme, wo, wann wer auf einer Autobahn lang fährt, solche Sachen. Das ist Phasen 2 und 3. Und dann gibt es das Forschungsgebiet Artificial Intelligence, da wird Herr Hoffmann noch mehr zu sagen, jetzt am Donnerstag. Das ist so Phasen 2 bis 4, aber weniger die Phase 1. Na, Sie sehen, das überlappt, aber es gibt Stärken und Schwächen für diese verschiedenen Gebiete. Also exklusiv in Phase 4, natürlich gibt es auch Machine Learner, die sich hier reinwagen, aber so eigentlich das stärkste Gebiet in dieser Phase 4 ist KI, kann man sehen. Das stärkste Gebiet in Phase 1 ist hier Data Engineering. Ja, und dazwischen sind sehr, sehr viele Gebiete, die sich hier tummeln. Ja, das wollte ich dazu sagen. Man sollte das jetzt nicht zu mathematisch lesen. Also man kann natürlich jetzt so solche Formeln hier aufmachen und sagen, Machine Learning ist ungefähr Data Science geschnitten mit KI. Ja, also wenn Sie Data Science, ja, wenn Sie das als Intervalle lesen und schneiden mit KI, dann kommen Sie auch irgendwie bei Machine Learning raus, ja, das kann man so sehen. Aber wie gesagt, das ist nur so eine ganz grobe Klassifikation, um Ihnen zu sagen, okay, da ist der Fokus von einem bestimmten Gebiet. Und wenn ich mich in diesem Gebiet gerade befinde, dann muss ich in diese Techniken gucken. Ja, wenn Sie autonom agieren wollen, dann müssen Sie nicht in Data Engineering gucken, macht überhaupt keinen Sinn, dann gucken Sie halt in Techniken von KI. Wenn Sie Daten analysieren wollen, dann gucken Sie bitte in Datenbanken und Data Engineering rein. Da gibt es so viele Techniken. Ja, dann brauche ich nicht in Machine Learning gucken. Machine Learning ist da der falsche Ansprechpartner. Machine Learning brilliert hier in diesen Bereichen 3 bis 4. Das war als grobe Orientierung in diesem Phasenmodell. Und wir werden natürlich für alle diese Bereiche extra Vorlesungen haben und da reingucken im Laufe der nächsten Monate. Hier habe ich nochmal die Anwendung, die wir die letzte Woche hatten in dem Vortrag, abgebildet auf die verschiedenen Phasen.
Also wir hatten hier so wissenschaftliche Daten, wir hatten hier die Massenüberwachung, wir hatten diesen globalen Buchladen, wir hatten das Sammeln der Daten durch elektrische Autos, durch die Robots, die Tesla-Fahrzeuge. Die gehören alle in die erste Phase dieser Anwendung. Das schließt jetzt nicht aus, dass man aufbauend auf dieser ersten Phase natürlich hier noch Anwendungen baut, die dann das weitertreiben, die Modelle bauen. Ja, gerade bei selbstfahrenden Autos werden natürlich irgendwann auch Modelle gebaut, mit dem was man was ableitet. Aber es zeigt, dass es hier gerade bei diesen Anwendungen extrem wichtig ist, in den ersten Phasen aufzupassen und da einen großen Fokus drauf zu legen. Dann gibt es Anwendungen, die einen starken Fokus haben auf die Phasen 2 und 3. Also Image Transfer ist in diesem Bereich, aber auch das Beispiel mit dem Radiologen. Die MRTs, die auch ein Computer gut interpretieren kann, das ist in jedem Fall in dieser Phase. Dann so Sachen wie Go, dieses Spiel mit dem weißen und schwarzen Steinchen, das ist eher in der Phase 4. Ja, da muss ein Computer autonom agieren, da muss ein Spielzug setzen, das ist ganz klar in Phase 4. Selbstfahrendes Auto hat alle diese Bereiche, also mindestens 2 bis 4, aber man kann natürlich auch, wie beim Beispiel Tesla, was sehr, sehr viele Daten sammelt im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, kann man, also all diese Fahrzeuge sammeln ganz viele Daten, aber das war halt hier speziell der Vortrag, wo gesagt wurde, die sammeln eigentlich immer Daten, selbst die verkauften Autos sammeln noch Daten, was halt auch datenschutzmäßig so eine interessante Frage ist, sage ich mal vorsichtig. Ja, also im Grunde sind das Anwendungen, die alle Phasen überdecken und überall viel Arbeit erfordern. Ja, das nochmal zur Abbildung der Anwendungen. Und wir gucken jetzt mal in die verschiedenen Phasen rein, insbesondere diese Analysephase, also die erste Phase. Da werden wir jetzt heute sehr stark drauf gucken, auf die, insbesondere auf die ganzen Unterphasen, was da so passieren kann, was da schief gehen kann und in welche Richtung Lösungen sind. Also man sollte diese Phase nicht unterschätzen, das ist wichtig. Wie gesagt, das heißt nicht, dass alle diese Applikationen viel Arbeit erfordern in diesen Phasen und dass es hauptsächlich um die erste Phase geht. Aber es ist halt so, dass was man in dieser ersten Phase macht, oft eine große Auswirkung hat auf das, was in späteren Phasen passiert. Ja, also, da müssen Sachen gemacht werden, die überhaupt erst die weiteren Phasen ermöglichen. Das ist eine weitere Leseweise, die Sie hier, wie Sie das verstehen können. Also ich kann kein Modell bauen, wenn ich nicht vernünftig die Daten analysiert habe, wenn ich nicht vernünftig die Daten verstanden habe und bestimmte Sachen mit den Daten gemacht habe. Ja, genauso hier, ich kann keine Vorhersagen machen, wenn ich nicht ein vernünftiges Modell gebaut habe. Also diese Phasen bedingen sich gegenseitig. Ja. Es geht, die eine Phase wird, Phasen werden teilweise nicht möglich, wenn ich nicht vorher einen guten Job gemacht habe. Und das ist das, was ich hiermit sagen will. Und natürlich gilt ja auch für Organisationen wie das CERN oder die NSA, Amazon, Tesla, das habe ich hier so ein bisschen vereinfacht. Natürlich gibt es da hunderte, wenn nicht tausende von Applikationen, die auf denselben Daten möglicherweise aufbauen und ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben in diesem Prozessmodell. Also man muss auf die konkrete Anwendung gucken, die möglicherweise einen anderen Schwerpunkt hat. Genau, das hatte ich schon so ein bisschen angedeutet. Man kann jetzt so ein bisschen Feldarithmetik machen. Das Modell zeigt, dass Machine Learning ungefähr Data Science geschnitten mit KI ist. Die erste Phase, die wir heute gucken, kann man sehen als die als Data Science ohne ML. Ja, also was kann ich mit Daten machen, ohne dass ich mir schon Machine Learning Sachen, Machine Learning Modelle reingucke. Machine Learning gucken wir, wie gesagt, nochmal ausführlich an in dieser Vorlesung. Aber wir gucken jetzt erstmal in diese erste Phase. Wie sieht das aus? Wie analysiere ich Daten, ohne direkt mir um Machine Learning Gedanken zu machen? Darum soll es heute in der Vorlesung gehen. Und ich erzähle Ihnen erstmal ein paar, also weil dieses Problem auch so uralt ist, ja, dass Datenanalyse, es ist mindestens 60ern hat es angefangen, dass man das sehr systematisch angegangen hat. Und dieses ganze Gebiet heißt Databases. Also im Folgenden zeige ich immer Ihnen, wie dieses traditionelle Gebiet heißt, die Forschungsrichtung, die Forschungsteilrichtung, die sich speziell mit Data Analysis in diesem Bereich befasst und was die für Fragen anguckt. Also es gibt eine Forschungsrichtung Databases, die hat sich schon seit 70 Jahren oder so damit befasst, wie speichert man eigentlich Daten, wie fragt man sie an. Was heißt Daten anfragen? Das kann sowas Einfaches sein wie,
zum Beispiel in unserem, weiß ich nicht, unsere Uni-Verwaltung, die will wissen, ja, welche Studenten sind im fünften Semester. Ja, das macht man durch ein sogenanntes Datenbanksystem. Oder wie viele Punkte haben sie denn in ihrem Studium geholt? Oder wie viele Punkte hat der Student XY in ihrem Studium, erreicht? Das macht man durch ein sogenanntes Datenbanksystem. Und das ist ein Problem für diese Frage. Also wie speichere ich Daten und wie frage ich sie an? Ja, wie kann ich eine Frage an ein System stellen, eine Frage, das Daten verwaltet, sodass ich eine gescheite Antwort zurückkomme? Darum geht es in diesem Bereich. Wie mache ich das Ganze effizient und skalierbar? Also selbst wenn ich sehr beliebig große Datenmengen habe, die ich durchsuchen will, wenn ich komplexe Anfragen habe, wenn sich das System verteilt über den ganzen Planeten, wie mache ich das so, dass es trotzdem, dass ich nicht 3 Stunden warten muss, bis die Anfrage zurückkommt, sondern dass es so zurückkommt? Dann der Punkt, how to recover after failure, heißt, was ist, wenn irgendwas schief geht? Also es gibt da so ein klassisches Beispiel, das ist letzten Sommer, war das glaube ich, oder vorletzten Sommer ist es passiert. Da sind mehrere Banken, die IT mehrerer Banken in Deutschland ausgefallen für Tage und nicht für ein paar Stunden und ein paar Minuten. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Buchungen für Mieten oder Gehälter nicht durchgeführt werden konnten, was natürlich bei den Kunden für enorme Probleme gesorgt hat. Und diese Frage kümmert sich darum, was passiert eigentlich, wenn das System runterfällt? Wie schnell kann ich es wieder hochfahren in den Zustand, wo das System arbeitet? Ja, bei diesem Beispiel mit den Banken war es so, die haben ihre Systeme völlig falsch konfiguriert gehabt. Die haben ein paar ganz schlimme Fehler gemacht, was dazu geführt hat, dass sie wirklich Tage gebraucht haben, um die Systeme wieder hochzufahren. Und ich glaube, 3 Tage später sind sie wieder runtergefallen. Ne? Aber da gibt es ein paar Grundlagen, ein paar wichtige Regeln, wenn man die befolgt, dann kann man also ein Datenbanksystem sehr, sehr schnell wieder hochfahren und dann passieren diese Sachen nicht. Und was die Mietzahlung nicht durchgeführt werden könnte, solche Sachen. Ja, und wie macht man das für jede Art von Daten? Also Daten ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Daten kann sein irgendwas Tabellarisches, das kann Bilder sein, das kann Audio, Video, was auch immer sein. Wie macht man das für verschiedene Kategorien von Daten, sage ich mal. Ja, da gab es verschiedene Killer Contributions, wie man so sagt, also wichtige Beiträge, die habe ich hier jetzt mal, müssen wir nicht alle durchgehen, nur mal für Sie, dass Sie wissen, das ist jetzt nicht was, wo man vorgestern angefangen hat, das zu bauen, sondern es ist ein sehr, sehr etabliertes Gebiet. Das ist auch ein Gebiet, da werden Milliarden von Dollar jedes Jahr umgesetzt. Es gibt da große Systeme, riesengroße Hersteller, Oracle haben Sie vielleicht mal gehört, ist einer der größten Hersteller in dem Bereich. Und die SAP ist auch sehr aktiv, Tableau ist jetzt ein etwas neueres Produkt. Da gibt es, das ist ein industriell extrem relevanter Bereich. Hier nochmal aufgelistet auch ein paar Sachen, die so richtig schief gegangen sind in dieser Community. Also man hat immer wieder, wie es überall so ist, man hat Sachen ausprobiert, man hat lange geglaubt, oder einige Leute haben lange geglaubt, dass das eine gute Idee ist, und hat man gemerkt, nee, ist doch nicht so die super Idee, lassen wir es. Also es gab zum Beispiel um 2000 rum die Idee, dass man alle Daten mit XML, das ist eine Markup-Sprache, die verwandt ist zu, also HTML ist im Grunde eine Teilmenge davon. Man glaubt, dass man in Zukunft alle Daten damit verwaltet und das war eine ganz schlechte Idee. Das ist nicht geflogen. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, die auch vorgeschlagen wurden, aber letztendlich sich nicht durchgesetzt haben. Ja, das ist, ich will jetzt nicht alles durchgehen im Detail, nur mal für Sie als Übersicht. Es gibt dieses Gebiet und das gibt es schon lange und das ist da sehr, sehr wichtig. Ein weiteres Teilgebiet, was jetzt auch aufgeht in diesem großen Gebiet Data Science, ist Data Mining. Und da werden andere Fragen gestellt. Da frage ich mich nicht, wie speichere ich das oder wie stelle ich eine Frage an die Daten, sondern da geht es darum, Wissen, Knowledge zu bekommen aus diesen Daten. Also das ist, was heißt denn Gain Knowledge from my Data? Gemeint ist damit, dass ich nicht unbedingt weiß, was meine Frage ist, sondern dass ich Zusammenfassung bekomme, Einsichten bekomme in die Daten, die ich durch eine Datenbank zum Beispiel, wie wir da oben gezeigt haben. Ja? Also hier zum Beispiel, da stelle ich immer so Fragen wie, ja, gib mir mal die Studenten, die im fünften Semester sind. Hier stelle ich Fragen wie, gibt es irgendwas Interessantes in den Daten, was ich jetzt nicht so direkt sehe, aber du, lieber Computer, siehst es. Und dann sagt Ihnen der Computer, ja, ja, da gibt es 3 Klassen von Studierenden. Die einen machen das, die anderen machen das, die dritten machen das. Ah, ja? Also Sachen, wo Sie vielleicht noch nie drauf gekommen sind. Dann ein zweiter Punkt ist, was lerne ich über den Datengenerierungsprozess? Also immer wenn Daten gesammelt werden durch irgendeine Maschine,
ist es in unserem Bereich wichtig zu verstehen, wie die Daten entstanden sind. Nochmal das Beispiel mit dem Erdbeben. Ja, da musste ich verstehen, diese minus 50 Meter, die sind kein Messwert, sondern ein Platzhalter. Das gilt für alle Daten. Ich muss verstehen, hey, ist da ein Fehler drauf? Was für ein Gerät hat das gemessen? Hat dieses Gerät eventuell ein bestimmtes Problem? In welchem Bereich misst es genau und so weiter und so fort? Wenn ich das komplett ignoriere, komme ich in Teufels Küche. Also auch ein tolles Beispiel, was wir auch hatten mit den Erdbebendaten, als wir die analysiert haben. Da gibt es ein Papier, da haben Leute in diesen, wie heißen diese Dinger, Seismometer, die Geräte, die die seismologischen Wellen, also die Schwingung der Erde aufzeichnen, haben so ein Rauschen festgestellt. Und da sind sie irgendwann mal auf die Idee gekommen, ja, was ist denn, wenn wir dieses Rauschen korrelieren mit tropischen Stürmen? Hat das also diese Geräte sind so sensibel, dass die Wissenschaftler zeigen konnten, mit diesen Seismometern, die eigentlich dafür gedacht sind, Schwingungen der Erdkruste darzustellen, können wir auch feststellen, wann bestimmte Stürme sind, tropische Stürme. Das kann man aus dem Rauschen herausrechnen. Das wird wahrgenommen von diesen Geräten. Und der Witz war dann, diese Seismometer gibt es schon viel länger, als es Geräte gibt, um tropische Stürme aufzuzeichnen. Das heißt, man konnte jetzt durch die Korrelation, die man gelernt hat, aha, die letzten 10, 20 Jahre war das immer so korreliert, konnte man jetzt viel weiter in die Vergangenheit gucken und anhand dieser seismischen Daten rekonstruieren, wann wo ein Sturm war, ohne dass man wirkliche Beobachtung hatte, nur indirekt aus diesen Wellen, die Seismometer aufgezeichnet hatten. Also ein großartiges Ergebnis. Und das muss man verstehen. Wenn man, wie werden die Daten generiert? Ja? Ist das, was ich wahrnehme, einfach nur ein Rauschen oder ist das was, was auch informationstragend ist? Das ist oft gar nicht so leicht zu unterscheiden. Die Frage, genau, das hatte ich eben schon so ein bisschen angerissen. Manchmal weiß man gar nicht genau, wonach man sucht, wonach man guckt. Und idealerweise im Data Mining geht es darum, dass die Werkzeuge einem so ein bisschen Hinweis geben. Hey, guck doch mal dahin, guck doch mal hier, und hier könnte was Interessantes sein. Das ist auch ein sehr interaktiver Prozess. Und dann letztendlich ist im Data Mining auch die Frage, wie ich ein Modell, das geht schon in die zweite Phase rein, in unserem Phasenmodell, wie ich leicht ein Modell erzeugen kann von diesen Daten. Gibt mir die Analyse der Daten schon Hinweis darauf, wie ein Modell später aussehen könnte. Und da gab es auch sehr viele Beiträge, also gerade Mustererkennung, Clustering, zeige ich Ihnen, ich glaube, wir haben da gleich ein Beispiel dazu, Anomalieerkennung, vielleicht kurz was zu sagen, was das ist. Das ist auch eine Riesenanwendung in der Industrie. Was heißt das? Stellen Sie sich vor, also es gibt zum Beispiel im Flugzeugbau, da gibt es Mikrofone und Schwingungssensoren, die lauschen an diesen Triebwerken. Ja? Und die Aufgabe der KI ist dann zu sagen, ich bin in einer Situation, die ich so nicht kenne. Ich habe eine Anomalie. Ja? Also die Idee dieser Algorithmen ist, man trainiert den Algorithmen den Normalzustand. So hört sich das Triebwerk im Normalzustand an. Das lernen die Algorithmen. Und immer wenn es sich nicht anhört wie der Normalzustand, dann schlagen diese Algorithmen Alarm und sagen, ey, also irgendwie, das ist ein ganz komisches Geräusch. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber das hört sich nicht an, wie es sich sonst anhören sollte. Ja, dann schlagen diese Algorithmen Alarm. Dann kann das Flugzeug sofort in die Wartung und dann guckt ein Techniker drauf und sagt, ah ja, okay, das Ventil da ist kaputt. Ja, das nennt man Anomalieerkennung. Und hat natürlich jede Art Materialüberprüfung, Fahrzeugüberprüfung, ihre Anwendung. Das ist auch was eigentlich aus dem Data Mining kommt. Also gibt es ganz, ganz viele Anwendungen, gibt es auch viele Produkte in diesem Bereich. Und es gibt auch Sachen, die schiefgegangen sind. Also Data Mining ist nicht so, ich sag mal, so hip geworden oder so bekannt geworden. Dem Data Mining ist es nicht so gelungen, diese Ideen, diese Algorithmen in Geld umzusetzen, wie das jetzt im Machine Learning passiert ist. Also die waren von Jeles Kollegen, so diese Folien, der hat es so gesagt, es gibt ja halt wirklich wichtige Themen und Beiträge, aber die wurden halt nicht so an den Mann gebracht, die wurden nicht so verkauft. Lack of Salesmanship. Und das andere ist ja Hype Sensitivity, hat Jeles genannt, dass hier halt Sachen wirklich nicht so gepusht wurden, wie sie jetzt von anderen Communities gepusht wurden, obwohl sie sicherlich das Potenzial gehabt hätten. Das ist auch eine große Community seit den 90ern, also auch große Konferenzen. Und es gibt auch Überlappungen mit dem Machine Learning Gebiet. Also die lustigste, da werden wir ein paar Mal drauf kommen,
ist die Machine Learner, und da werden Sie sehen, das ist auch ein Phänomen zwischen diesen Gebieten, wenn wir hier zurückgehen. Ne? Das werden Sie oft sehen im Laufe dieser Vorlesung. Es gibt hier diese Phasen 2 und 3, wo verschiedene Gebiete aktiv sind. Und Sie werden sehen, dass ein und dieselbe Technik von verschiedenen Communities anders bezeichnet wird. Das ist dieselbe Technik, derselbe Algorithmus, der wird anders genannt. Und ein gutes Beispiel ist Unsupervised Learning. Das sagen die Data Miner, sagen da Clustering zu. Die Machine Learner nennen es Unsupervised Learning. Das ist aber das gleiche in grün. Also da gibt es marginale Unterschiede. Und das ist hiermit gemeint mit diesem Kommentar. Also versuchen Sie immer, und das ist eine große Chance auch im Studium, dass Sie sagen, okay, ha, das habe ich doch schon mal gesehen bei dem anderen, da hieß es so und so. Ja? Da können Sie auch gerne mal Dozenten fragen und sagen, hey, das habe ich doch schon mal gesehen, die Data Mining nennen das so oder die Machine Learning nennen das so, wie ist denn da der Zusammenhang? Also solche Einordnungen helfen Ihnen auch, so ein bisschen durch diesen Dschungel der Techniken zu kommen. Ne? Dass Sie immer versuchen, die eine Technik abzubilden auf die andere. Was ist der Zusammenhang? Was ist anders? Das hilft Ihnen, das zu lernen. Ne? Weil teilweise die Communities das selber noch gar nicht so zusammengearbeitet, zusammengewebt haben. Ne? Die eine Community ist in ihrer einen Sprachwelt, die andere Community ist in ihrer anderen Sprachwelt. Und das macht es manchmal verwirrend. Hier ist ein Beispiel von Clustering, also dieses Unsupervised Learning, wie Machine Learner das nennen. Und also das ist auch was, was wir irgendwann in Übung machen. Das ist ein Datensatz, der besteht aus Schwertlilien, eine bestimmte Art von Blume. Hier ist ein Beispiel, wie die Dinge aussehen. Und was man jetzt macht, ist, man für jede Blume, also man hat einen Haufen Blumen angeguckt und hat bestimmte Merkmale gemessen. Ja, man hat jetzt, diese Merkmale heißen im Englischen Features. Ja, das ist also eine der wichtigsten Vokabeln, die auch Machine Learner benutzen. Ich messe irgendwas. Ja, wenn ich eine Temperatur messe, dann ist das ein Feature, ist das ein Merkmal. Aber wenn ich von so einer Blume, kann ich natürlich verschiedene Merkmale, verschiedene Sachen messen. Und hier hat man sich dafür entschieden, vier Sachen zu messen. Also erstmal die Länge des Kelchblatts, dann die Breite des Kelchblatts, die Länge des Blütenblatts und die Breite des Blütenblatts. Ja? Vier Messwerte für jede dieser Blumen, die man angeguckt hat. Also da ist irgendjemand auf dem Feld gerannt, hat jedes Mal, wenn er eine Blume gesehen hat, hat er halt Zollstock rausgemessen, aufgeschrieben. Ja? Und dadurch entsteht ein Datensatz, ich glaube, das sind gar nicht so viele, ich habe es nur 150 Datenpunkte drin. Und die kann man jetzt hinmalen, grafisch. Kann man sich die hinmalen. Also es gibt, man muss dazu sagen, es gibt hier drei verschiedene Arten dieser Schwertlilien, die hier angeguckt werden. Iris virginica, Iris versicolor, Iris setosa. Also ich könnte nicht unterscheiden, das ist für mich eine lila Blume, keine Ahnung. Aber es gibt drei Arten, Botaniker kann die unterscheiden. Und was ich natürlich machen will, ist, ich will anhand dieser Merkmale, will ich in der Lage sein, diese Blumen zu unterscheiden später. Ich will also später, wenn ich eine Blume habe, sehe die irgendwo, messe diese vier Messwerte, diese vier Merkmale, dann gebe ich die dem Computer und der Computer sagt mir, alles klar, Iris versicolor. Also so funktioniert zum Beispiel diese Apps, die Sie auf Ihrem Handy haben. Die machen im Grunde sowas Ähnliches. Ja, wenn Sie dann, da gibt es die Apps, die damit fotografieren Sie eine Blume und dann muss dieses Bild analysiert werden durch eine KI, durch ein Machine Learning Modell und dann soll der Computer sagen, ja, das ist die Iris versicolor oder was auch immer. Ja. Das soll ja auch passieren. Also Sie messen einfach ein paar Werte, geben später ein paar Werte dem Computer und der Computer sagt, alles klar, das ist die Unterart, tralala. Da sind wir noch nicht. Wir analysieren jetzt erstmal nur die verschiedenen Messwerte, die hier gesammelt wurden in diesem Datensatz. Und die kann man abtragen in so einem Diagramm. Und das lesen Sie folgendermaßen. In dieser Spalte, beziehungsweise in dieser Zeile, da steht jetzt die Sepal Length, also das Kelchblatt, die Länge des Kelchblattes. Länge des Kelchblattes steht in dieser Zeile bzw. in dieser Spalte. Länge, Breite des Kelchblattes, diese Zeile, diese Spalte und so weiter. Und dann, was war das andere, ich kann das nicht merken. Blütenblatt, ja, die Länge des Blütenblattes steht in dieser Zeile und in dieser Spalte. Und die Breite des Blütenblattes steht hier. Ne? Das ist natürlich, wenn Sie können jetzt jeweils auf der X- und Y-Achse können Sie jetzt die, also wir sind im Zweidimensionalen, das heißt, wir können auf die X-Achse was schreiben und auf die Y-Achse können wir was schreiben. Und dann können wir mal gucken, wo die einzelnen Datenpunkte eigentlich liegen. Also eigentlich ist es ein vierdimensionaler Datensatz, ist halt wirklich nicht so einfach zu visualisieren. Das heißt, wir klopfen ihn
platt ins Zweidimensionale und das ist hier passiert. Und warum steht in der Diagonale nichts? Naja, wenn auf x und y dasselbe Attribut steht, dasselbe Feature, was soll da rauskommen? Da kann nur eine Linie rauskommen, da macht überhaupt keinen Sinn. Ich will das auseinanderziehen. Ne? Ich will sehen, gibt es da bezüglich eines Attributs interessante Beobachtungen. Also gucken wir uns mal diese Grafik hier oben an. Da sehen Sie, da gibt es die Sepal Length, die ist auf der Y-Achse und die Petal Length ist auf der X-Achse. Und da sehen Sie, diese roten hier, die hängen hier alle links. Also die haben eine Blütenblattlänge, die eher kleiner ist. Also die sind hier, könnte man jetzt eine Linie zwischenziehen und sagen, okay, wenn das Blütenblatt kleiner als dieser Wert ist, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind es die rote Unterart. Ne? Also hier ist es, habe ich das hier irgendwo gezeigt? Nee, man sieht es nicht. Also die Farbe hier zeigt hier eine bestimmte Unterart an, dieser Schwertlilie. Ne? Da sieht man, dass die Farben hier geclustert sind in einer Ecke. Also sie sind geballt in einer Ecke, sind hier die roten, die blauen und die grünen, die hängen ja irgendwie so zusammen, die lassen sich hier nicht so gut trennen. Man sieht in diesen verschiedenen Ansichten, dass die roten hier schon relativ gut abzutrennen sind, die blauen und die grünen nicht ganz so gut, aber man könnte sich auch überlegen, dass man hier eine Linie zwischenzieht. Also allein durch diese visuelle Analyse sehen wir hier, aha, ich kann die Datenpunkte auftrennen. Und ich bekomme hier eine Idee für ein Modell, wie ich es später mal bauen könnte, um die neue Daten, die reinkommen, unterscheiden zu können. Also das ist so eine visuelle Analyse, die man da typischerweise macht. Ja, nächstes Gebiet ist Information Retrieval. Da geht es, das ist auch ein uraltes Gebiet aus den 70ern schon. Das ist so ein bisschen entstanden aus großen Bibliotheken. Also man hat Bibliotheken gehabt mit physischen Büchern und wollte wissen, ja, in welchem Buch wird dann über, weiß ich nicht, Datenbanken was erzählt. Und da gibt es natürlich einen Katalog. Aber bei Information Retrieval geht es eigentlich um den vollen Text. Also wenn Sie den kompletten Text eines Buches analysieren können, dann geben Sie ein Stichwort vor und der Computer soll Ihnen sagen, okay, auf welcher Seite kommt dann dieses Stichwort überhaupt vor. Das klingt heute alles ziemlich einfach. Jedes Textprogramm hat so eine Suchfunktion natürlich, aber das war durchaus in den 70ern, 80ern ein herausfordernder Aufgabe, weil wenn Sie große, das waren also der Inhalt von Büchern, das waren damals große Textmengen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also die Texte, die in Büchern sind, selbst wenn sie komplett Amazon Prime nehmen, ist eigentlich ein Witz. Ja? Das braucht nicht viel Rechenaufwand, das zu analysieren. Aber das war mal eine Herausforderung. Und wenn man Texte analysieren kann in Büchern, dann kann man natürlich auch Texte analysieren auf Webseiten. Ja, so sind die ersten Suchmaschinen entstanden. Google war nicht die erste. Also es gab dann in den 90ern Suchmaschinen, hieß zum Beispiel Alta Vista. Die war sehr populär. Dann Ende der 90er kam erst Google und hat natürlich dann alles abgeräumt. In China, Asien ist es nicht so, da gibt es auch Suchmaschinen. Baidu ist da viel populärer als Google. Aber die Grundidee, was die lösen ist, wie kann ich denn etwas finden in unstrukturierten Daten? Also unstrukturierte Daten, damit meinen wir jede Art von Text, ein Textdokument, irgendein Mischmasch, Excel-Dokument sind unstrukturierte Daten. Auch wenn es so aussieht, als wären da irgendwelche Zellen und Tabellen, das ist letztendlich unstrukturiert. Weil man gar nicht weiß, in einem Excel-Dokument ist die Tabelle links oben, unten ist, dann ist da rechts unten, was ist die Bedeutung dieser Spalte und so weiter und so fort. Unstrukturierte Daten. Unstrukturierte Daten, darum geht es in dem Gebiet. Und eine zweite Frage ist, wie kann ich denn die Daten nutzen oder wie kann ich das ausnutzen, was die Nutzer machen? Jedes Mal, wenn Sie auf Google gehen und was eingeben und suchen, dann kriegen Sie ja diese 10 Ergebnisse von der ersten Seite. Und wo Sie draufklicken als Ergebnis, das wird von der Suchmaschine benutzt, um die Ergebnisse des nächsten Nutzers zu verbessern. Also Sie stimmen im Grunde ab. Im Grunde ist es wie bei der Wahl. Ne? Sie geben ein Suchergebnis ein und dann gibt Ihnen Google 10 Parteien, die Sie wählen können. Die 10 Suchergebnisse der ersten Seite und Sie stimmen ab für eine davon. Diese Information wird von Google und anderen Suchmaschinen ausgenutzt. Sie stimmen ab mit den, nicht mit den Füßen, sondern mit dem Mausklick, was Sie für das richtige oder für Sie relevante Ergebnis halten. Und daraus kann man lernen. Ja, wenn viele Millionen Nutzer abstimmen, kann man daraus die Algorithmen verbessern. Und das ist dieser Punkt.
Ja, Suchmaschinen, das war das große Thema der 90er, aber auch der Anfang 2000er ist heute ein gelöstes Problem. Außer natürlich, hier geht es auch Richtung mehr in Richtung KI. Ja, wir sind immer noch, natürlich, man kann Suchmaschinen durch ein textuelles Interface benutzen, aber natürlich gibt es sowas wie Alexa. Ja, das ist auch eine Art Suchmaschine letztendlich. Alexa, kauf mal Kaffeefilter. Ja, also das Ziel ist hier natürlich, dass man irgendwann mit natürlicher Sprache, mit dem Computer interagiert und diese Suchfunktionalität in so einer KI aufgeht. Ja, hier Beispiel, ja, kennen Sie alle, Google. Also hier gibt es verschiedene Elemente jetzt auf einer Seite. Früher gab es da natürlich, gab es eigentlich nur so diese 10 Ergebnisse. Heute gibt es hier schon strukturiertere Elemente. Also hier wird zum Beispiel vorgeschlagen, aha, Information Retrieval, da gibt es einen Wiki-Artikel, da ist auch das gemeint wahrscheinlich, klickt doch mal da drauf. Oder andere suchten auch nach. Ja, das ist dann eigentlich schon wieder Richtung Data Mining, dass man verstanden hat, aha, die Person X, die hat nach Information Retrieval gesucht und die hat auch nach Data Mining gesucht. Also die Suchmaschine hat meinetwegen ganz oft gesehen, wenn jemand nach Information Retrieval sucht, oder hier ist ein Beispiel direkt, ne, hat er auch oft nach Machine Learning gesucht und das wird dem nächsten Nutzer angeboten. Hey, vielleicht interessiert dich das zufälligerweise auch. Ne? Also das sind so Sachen, die Suchmaschinen heute machen. Was Sie auch sehen, ist diese Stichwortergänzung. Das ist interessanterweise etwas, was in Saarbrücken erfunden wurde, von Hanna Bast, jetzt an der Uni Freiburg. Also diese Ersetzung der Suchbegriffe, Vorschläge, wie denn also beim Tippen sehen Sie es ja, mit jedem Zeichen kommt ja ein neuer Vorschlag, eine Liste von Vorschlägen, wie diese Suchbegriffe ergänzt werden können. Das ist was, was in Saarbrücken erfunden wurde, also insbesondere erfunden wurde. Mit Erfinden meine ich, dass es auch skalierbar ist, ja, dass es funktioniert und es wurde dann auch von Google übernommen und eingebaut. Das ist schon 10, 15 Jahre her, dass es eingebaut wurde. Ja, ich glaube so 10 eher. Ne? Ja. Ja, das war Data Mining, was auch die letzten Jahre durch die Decke gegangen ist im Teilgebiet. Das ist Datenvisualisierung, oder Data Visualization. Da ist die Frage, wie kann ich etwas visualisieren? Ja, das haben wir natürlich eben schon gesehen. Das hier ist eine Visualisierung der Daten. Ich habe eine Ansicht der Daten gebaut, aber da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Daten zu visualisieren, um sie besser zu verstehen, um da Einsichten zu gewinnen. Und ja, viele von Ihnen haben mal irgendwie so einen Plot gesehen, Barplot oder irgendwelche Balkendiagramme. Ja, und dann denkt man, man hat die wichtigsten Sachen. Es ist unendliches Thema, wie man Daten visualisiert. Also gibt es ganze Konferenzen zu und wirklich wundervolle Bücher, die vielleicht kann ich im Laufe der Vorlesung auch noch ein paar zeigen. Ich habe gerade neulich wieder eins gekauft aus dem Gebiet. Also irre Sachen. Das Tolle an diesem Gebiet ist, das ist so eine Mischung aus Statistik, Kunst und Datenanalyse. Also man muss ja eine kreative Ader haben, um Daten wirklich gut visualisieren zu können. Und es gibt garantiert immer noch eine andere Art, die Daten zu visualisieren. Also da ist kein Ende in Sicht bei diesem Thema Datenvisualisierung, was noch möglich ist. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Vielleicht kann ich mal was verlinken im CMS. Das ist ein super Gebiet. Ja, und wir gucken jetzt im Folgenden mal so ein bisschen diese einzelnen Teilphasen durch, was da passiert. Wir machen jetzt gleich eine Pause, aber ich will Ihnen mal ein bisschen nochmal die Teilphasen jetzt erklären beim Datenanalysieren anhand eines Beispiels. Das heißt, ich werde Ihnen im Folgenden immer abstrakt sagen, okay, wir sind in der Phase oder tralala Unterphase so und so und konzeptuell oder prinzipiell wird da dieses und jenes gemacht. Das wird dann auf der linken Folie zu sehen sein, also auf der linken Seite der Folie und auf der rechten Seite der Folie sehen Sie dann, wie wir das in einer konkreten Applikation, was die Fragestellung oder was das bedeutet für eine konkrete Applikation. Und wir gucken an einen globalen Buchladen, ne? Wer da wohl gemeint sein könnte. Ne? Was sind die Probleme, wenn man, mal angenommen, man wollte einen globalen Buchladen machen, was sind die Probleme, die sich in der Analysephase auftun? Ja, das machen wir nach der Pause. Es geht 10 nach 11 weiter mit der Vorlesung. Bis dann.
Okay, damit machen wir weiter. Also links abstrakt, rechts am konkreten Beispiel, was das bedeutet in der Analysephase und was da für Probleme gibt. Eine Folie weiter. So, also das Erste ist mal die Daten zu sammeln. Also konzeptuell, ich muss mit dem Nutzer reden. Das kann der Projektpartner sein, das kann der Kunde sein, also je nachdem, wer der Auftraggeber ist für dieses Projekt. Ich muss das Problem des Kunden verstehen. Also insbesondere, was will denn der Kunde? Das ist etwas, was man gerne unterschätzt. Der Kunde erzählt einem was und dann denkt man, man hätte das Problem verstanden. Aber dann hat der Kunde einem vielleicht noch die Hälfte erzählt oder hat einen wichtigen Satz weggelassen, der dazu führen könnte, dass man ein ganz anderes Produkt bauen muss. Beispiel, ich habe irgendwann mal als Student auch irgendwelche Sachen programmiert für irgendwelche Firmen. Und da gab es dann konkret, da haben wir mit dem Kunden geredet, der hat irgendwas gesagt. Und dann haben wir was gebaut und dann war der damit glücklich. Und dann hat er aber gesagt, wir würden das aber gerne bei allen unseren Zweigstellen machen. Nicht nur lokal auf einem Rechner, sondern bei allen Zweigstellen. Das hat leider technisch fundamental ein paar Sachen verändert. Hätten wir ein paar Sachen ganz anders machen müssen, damit das funktioniert. Ja, das hat im Grunde das Produkt völlig verändert. Und das sind so Sachen, die da passieren. Also vielleicht auch vorausdenken, dem Kunden Angebote machen. Hey, könnte das nicht dazu führen, dass du irgendwann willst, dass es in ganz vielen verschiedenen Zweigstellen läuft? Oder ist das wirklich nur lokal? Also ein bisschen mitdenken, weil sonst macht man die Arbeit doppelt. Gerade in diesem Gebiet DSAI sieht man immer wieder diese Buzzword-Fallen, in die die Leute reinlaufen. Also man muss auch ein bisschen versuchen zu verstehen, was das Gegenüber, was versteht er denn oder die von meinem Gebiet, ja? Hat der oder diejenige eine idealisierte Vorstellung darüber, was geht? Ja? Gibt es da ein Verständnis für das, was möglich ist oder was nicht? Das ist ganz wichtig, den Kunden so ein bisschen einzuordnen, ja, wo steht der oder die? Und die Gegenrichtung genauso. Versteht der Kunde, was man selber macht oder was man leisten kann? Und versteht der Kunde auch, was ich nicht über sein Problem verstehe? Also das ist ganz wichtig, abzuklappern, okay. Ich muss verstehen, was die Gegenseite versteht, aber die Gegenseite muss auch verstehen, was ich verstehe von dem Problem. Dann ist eine wichtige Frage ja auch, welche Daten helfen mir, das Problem zu lösen und wer sind die richtigen Ansprechpartner? Das haben wir in so vielen Projekten gesehen, dass man zu irgendeiner Firma oder Organisation spricht und dann abgewiesen wird, weil man nicht den richtigen gefunden hat. Also allein, weil derjenige einfach keine Lust hat, das Projekt zu machen, muss denjenigen finden, der Lust hat, das zu machen. Aber dann auch, wer ist zuständig für bestimmte Datentöpfe? Das ist in Firmen oft an wenige Personen gebunden, die halt auf irgendwelchen Datentöpfen hocken und die man halt finden muss und mit denen muss man dann reden, gerade wenn es um die Details geht. Also diesen Schritt, der klingt lästig, langweilig, aber der hat enorme Auswirkungen auf den Erfolg des Projektes und den darf man nicht unterschätzen. Für den konkreten Buchladen hier könnte man sich Fragen stellen wie, ja, warum denn nur Bücher? Warum? Also Amazon hat am Anfang nur Bücher verkauft und später natürlich alles Mögliche. Aber die Frage könnte man sich viel früher stellen, ja, warum denn nur Bücher? Was unterscheidet denn ein Buch von einem Spielzeug oder von einem Film? Ist das denn so völlig anders? Warum verkauft man nicht gleich alles? Dann so Fragen wie physische versus elektronische Bücher, digitale Bücher. Was meint der Kunde wenn er sagt global? Ein globaler Buchladen. Heißt das, es gibt ja diesen Witz von irgendwelchen Bands, die eine Welttournee machen. Und Welttournee heißt, sie sind in den USA, Japan und Australien. Jetzt gibt es aber nicht nur die drei Länder in der Welt, sondern es gibt knapp 200. Trotzdem nennen die das Welttournee. Ja? Also da könnte es auch ein Missverständnis geben, was mit global gemeint ist. Vielleicht sind einfach nur drei, vier Länder gemeint und der Rest ist egal. Also da sollte man mal drüber reden. Also, was ist gemeint? Sind verschiedene Sprachen gemeint? Also dass ich eine Webseite und einen Server, der in einem Land steht, auf Deutsch und auf Englisch anbiete? Oder geht es wirklich darum, dass ich auch in Australien Bücher verkaufen kann und will? Dann eine wichtige Frage ist, was ist ein realistisches erstes System? Also das ist so, das nennt man auch ein MVP, Minimal Viable Product. Also das kleinste mögliche System, was schon mal funktioniert und was man schon mal jemandem zeigen kann. Ne? Also kann man dieses große Problem, ein weltweites System zu bauen, erstmal reduzieren, dass man mit einem Land anfängt oder nur mit einer Region. Das ist typischerweise, wie man solche Systeme baut, erstmal klein anfangen,
die ganzen Fehler beheben und dann langsam größer skalieren. Also das sollte man in jedem Fall machen. Wie sollte das System überhaupt interagieren mit den Zulieferern? Ja, passiert das über Papier, über Faxgerät oder gibt es da irgendwelche Schnittstellen, mit denen das System elektronisch kommuniziert mit den Zulieferern? Also wenn ein Kunde ein Buch bestellt, wird dann automatisch auch eine Bestellung an den Zulieferer, an den Verlag losgeschickt, dass das Buch wieder im Lager aufgefüllt wird oder direkt vom, also direkt schnell geliefert wird, sodass ich es dem Kunden schicken kann. Also die ganze Lieferkettenproblematik, wie ist die dann gelöst? Ist das nur teilweise elektronisch, ja oder nein? Ja, welche Daten habe ich denn verfügbar über die Sachen, die ich verkaufen will? Welche Daten benötige ich dafür, um es zu verkaufen? Und dann hier so konkrete Fragen, ja, ist Peter die Person, die zuständig ist für bestimmte Daten in einer bestimmten Firma? Also wenn ich weiß, okay, ich will Bücher aus dem Verlagshaus XY verticken, dann muss ich wissen, aha, wer in diesem Verlag ist denn die Person, die für die Daten zuständig ist, für Schnittstellen und so weiter und so fort. Das muss ich konkret identifizieren. Das ist eine berühmte Grafik, die Sie sicherlich mehrfach in Ihrem Studium sehen werden. Lesen Sie sich einfach mal durch. Ja, da ist leider viel Wahres dran. Also das werden Sie auch noch sehen in der Vorlesung, die auch speziell daran, also es gibt ein Teilgebiet der Informatik, was sich unter anderem damit befasst, wie man so große Projekte steuert, wie man die gut plant, dass solche Fehler nicht passieren. Das heißt Software Engineering, da gibt es auch eine Stammvorlesung später zu, wenn Sie das interessiert. Aber auch in allen anderen Gebieten der Informatik sieht man diese Probleme. Und was ich Ihnen gerade erzählt habe, ist halt genau das. Ne? Der Kunde hat es erklärt, ich habe es irgendwie anders verstanden. Und man muss wirklich gucken, was sind die Bedürfnisse des Kunden und dann kann ich vielleicht sogar das bauen, was der Kunde vielleicht sogar gebraucht hätte. Wichtig ist, das ist bei all diesen Projekten so, aber insbesondere, also ich mache schon relativ lange Informatik, der Data Science und KI mache ich noch nicht so lange. Ja gut, ich mache Datenbank natürlich, also von daher mache ich implizit auch Data Science lange. Aber bei all diesen Projekten, also bei Data Science Projekten, die man noch nicht so gesehen hat, ja, wo man merkt, oh, das ist jetzt nicht so ganz klar, was die Lösung ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein klassisches Datenbankproblem angucke, das mache ich seit 20 Jahren, da sage ich Ihnen, zack, 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 ist die Lösung. Ja, und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu verbessern. Aber bei so Data Science Problemen, die so ein bisschen offener sind, ja, da muss ich halt auch mal überlegen, die Lösung könnte das sein, die könnte jenes sein oder dort oder hier, ist nicht so ganz klar. Ja. Also da muss man mal drüber nachdenken und wichtig ist, gerne nochmal drüber nachzudenken, nicht zu früh ins Machen zu kommen. Ja, also man muss sich erstmal, das ist dieser Schritt 1, erstmal einen Plan überlegen, das Design, Konzept machen, wie sieht denn die Architektur aus von dem, was ich da baue und dann revidiere ich das nochmal, dann gehe ich nochmal darüber, hole mir Feedback, ganz wichtig, bei all diesen Sachen mit jemandem drüber reden. Ein Domain-Experte, aber auch jemand aus dem Bereich DSAI. Hey, ich habe da dieses Problem, ich will das so und so lösen. Was hältst du denn davon? Meinst du, ich bin da auf dem richtigen Weg? Ja oder nein? Hast du noch eine andere Idee? Also typischerweise kann man das auch als Präsentation machen in der Firma oder in einem Entwicklerteam und sagen, hey, so sieht's aus. Wir haben uns das überlegt, was meint ihr dazu? Und in dieser Phase baut man typischerweise auch Wegwerfprototypen. Also man entwickelt mal was, in Python typischerweise und Jupyter Notebooks werden wir noch kennenlernen, was sich schnell programmieren lässt und wo man schnell erkennen kann, oh, das ist eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee. Also ich versuche sehr früh zu identifizieren, die Idee, die ich habe, komme ich damit irgendwo hin oder auch nicht. Ja, statt jetzt monatelang oder jahrelang irgendwas zu bauen, um dann zu merken, nö, das war nichts. Das kann man auch machen. Also gerade in der Forschung macht man das natürlich. Aber in einem industriellen Kontext ist es oft so, dass man sehr schnell wissen will, führt das zu was oder führt das zu nichts? Und deswegen baut man hier Prototypen, sehr viele. Und irgendwann
hat man dann ein Gefühl dafür. Ja, also wenn man iteriert, dann man denkt drüber nach, plant, holt sich Feedback und so weiter. Irgendwann hat man ein Gefühl für, oh ja, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, wir machen das Ding jetzt, wir bauen das. Und dann fängt man an, das Ding zu bauen. Und den typischen Fehler, den man als Anfänger macht im Bereich Informatik oder Data Science und KI, ist, dass man viel zu früh anfängt zu bauen. Ja, dass man nicht erstmal ein Konzept macht, nicht erstmal auf dem Papier sich was hinmalt, an die Tafel mit Leuten diskutiert, irgendwas hinmalt. Also das kann so unfassbar viel Arbeit und Energie sparen. Ja, viele programmieren einfach mal was los und das ist halt nicht der Weg. Ne? Das ist ganz, ganz wichtiger. Ganz wichtige Message auch von jeder Art Studium eigentlich, dass sie erstmal nachdenken, bevor sie irgendwas machen. Gut, damit zurück zu unserem Beispiel. Also wir sind jetzt in dieser Phase, wir gehen nochmal hier hin. Collect Data, diese erste Teilphase. Gucken wir uns mal an, wir sammeln irgendwie die Daten. Und gibt es das so für Probleme, die typischerweise auftauchen? Also Privacy. Ja? Ich muss irgendwie gucken, dass ich die Daten beschütze, dass ich nicht die Privatheit irgendwelcher Nutzer verletze. Ich muss mir über NDAs Gedanken machen, Non-Disclosure Agreements. Das heißt, Firmen geben typischerweise Daten nur raus, wenn ich unterschreibe, dass ich die niemals weitergebe. Das ist lästig, aber wichtig. Ich muss Daten auswählen. Ja, oft braucht man nur eine ganz kleine Teilmenge der Daten, die verfügbar sind. Ich muss identifizieren, was ist interessant für das Problem, was ich lösen will, was kann ich direkt weglassen. Und wenn jetzt der Kunde, weiß nicht, 1 TB Daten hat und dafür brauche ich nur 100 Megabyte, dann nehme ich halt nur die 100 Megabyte. Aber die muss ich erstmal identifizieren. Ich muss erstmal verstehen, was ist denn interessant und was nicht. Diese Daten müssen übermittelt werden. Auf eine sichere Art und Weise, dass das niemand mitlesen kann. Das passiert am Anfang eines Projekts typischerweise über irgendwelche Datenträger oder verschlüsselte Downloads. Habe ich gerade gesagt. Also man kann das dann verschlüsseln, das empfiehlt sich. Versionieren ist wichtig, die Daten. So ein Datensatz, der wächst typischerweise. Da werden Daten hinzugefügt, Daten weggenommen. Und das will ich auch hinterher noch verstehen können. Das heißt, Daten werden in einem System verwaltet, was mir erlaubt zu gucken, aha, wie sahen denn die Daten vorgestern aus oder vor 3 Monaten? Und was Backups und Archivierung muss ich mich darum kümmern, dass die Daten nicht verloren gehen. Und was halt auch oft passiert ist, dass man sieht, dass wichtige Daten noch gar nicht da sind, ja? Dass sie noch gar nicht gesammelt werden. Also der Kunde glaubt, der hat einen großen Datenschatz, mit dem er das Problem lösen kann. Und dann merkt man, als Data Scientist an dem Moment, die sammeln diese und jene Daten, die bräuchte ich eigentlich auch, die sammeln die noch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, das heißt, ich muss hier Feedback geben zu dem Kunden und sagen, nee, also wenn das fliegen soll, dann müsst ihr eigentlich noch dieses und jenes messen oder hier noch eine Kamera einstellen und dann funktioniert das vielleicht mal. Ne? Also das ist auch ein wichtiger Inhalt dieser Phase. Wenn wir wieder zurückgehen auf unseren Buchladen, dann sehen wir, okay, wir müssten hier jetzt gucken, die privaten Daten von den Kunden, also wenn ich mich anmelde bei so einer Webseite, die Bücher vertickt, muss ich sicherstellen, dass diese ganzen privaten Daten, Adresse, Telefonnummer, Zahlmethode, dass das halt nicht irgendwie liegt und irgendwo für andere sichtbar wird. Gibt es irgendwelche rechtlichen Restriktionen, wo ich welche Bücher verkaufen darf? Muss ich das berücksichtigen? Wie sicher soll das System sein? Welchen Grad von Privatheit soll ich unterstützen? Aber auch so Sachen wie, okay, was ist denn meinem Kunden jetzt eigentlich, womit hat er Erfahrung, der Kunde? Also welchen Schritt will ich eigentlich machen? Also wenn es jetzt ein Kunde ist, der bisher nur einen analogen Buchladen hat und als nächsten Expansionsschritt einen globalen digitalen Buchladen hat, ist der Schritt vielleicht ein bisschen groß. Da fehlt noch ganz viel Erfahrung, da muss ganz viel gebaut werden. Das ist also keine gute Voraussetzung. Also was ist überhaupt da? An digitalisierten Inhalten. Gibt es schon einen Buchkatalog, ja oder nein? Da gibt es einen Kundenkatalog, auf dem ich schon aufsetzen kann. Ne? Also vielleicht gibt es schon irgendwie eine Datenbank mit Kunden, die ich direkt benutzen kann für diesen Webshop. Solche Sachen kann ich hier fragen an dieser Stelle. Dann sind wir in dieser Teilphase, dass ich die Daten erkunde. Wir gehen nochmal zurück. Ich zeige das nochmal hier. Also wir gehen jetzt über, wir haben die Daten gesammelt. Und jetzt erkunden wir die Daten, also Explore und Profile. Profile heißt, Daten bewerten, zu erkennen, okay, wie viele Werte treten innerhalb eines Attributs auf, wie viele Datenpunkte habe ich, was haben die für Eigenschaften. Ich zeige Ihnen gleich ein paar Beispiele dazu.
also Explore and Profile Data, da muss ich so Sachen klären wie, was bedeutet denn das überhaupt? Ja, was sind denn die sogenannten Attribute? Also ein Attribut ist zum Beispiel ein Straßenname, eine Hausnummer, Nachname, das sind Attribute von Daten. Was sind die Datentypen? Also eine Straße hat irgendwie einen String, einen Character, irgendwelche Zeichenketten. Eine Hausnummer hat vielleicht eher eine Zahl oder auch nicht. Vielleicht gibt es auch Hausnummern ohne Zahlen, mit Buchstaben und so weiter und so fort. Das muss ich alles hier festlegen. Dann gibt es immer wieder Konflikte, die Daten, wie sie der Nutzer sieht versus wie man sie selber sieht. Also in der Analyse kommen oft Sachen raus, dass man merkt, aha, nee, da hat mir der Nutzer was ganz anderes erzählt. Da gibt es einen Konflikt, da muss ich nochmal zurückfragen. Dann, was eben schon angesprochen wurde, die Datenerzeugung. Also mit welchen Geräten wurden die Daten erzeugt, mit welchen Eingabemasken, also irgendwelche Webseiten zum Beispiel, wurde das erzeugt, was gab es da für Probleme, gibt es Messfehler, dann die Datenqualität ist ein anderes Thema, also what is null, das heißt, was ist null, ist ein Platzhalter für, wir wissen den Wert nicht, er ist unbekannt. Also wenn ich ein Feld nicht eintrage in so einer Maske, wenn ich keine Straße eintrage für einen Kunden, dann würden wir als Datenbankingenieure sagen, das ist null, das ist unbekannt. Also null ist nun, heißt einfach nur unbekannt. Was mache ich damit? Was ist der Default Value? Also kann es sein, dass da defaultmäßig Werte eingepflegt werden, wenn kein Wert bekannt ist, also wie das Beispiel minus 50, gibt es Messfehler und so weiter und so fort. Und hier muss man ganz viel mit Domain-Experten reden und die Eigenschaften der Daten versuchen zu verstehen. Wir machen es mal, ich gehe gar nicht links über alle Details rüber, ich zeige nur mal ein bisschen konkreter, was rechts passiert. In so einem Buchladen, also da könnte ich mir überlegen, was heißt denn überhaupt Kunde? Was heißt denn Customer? Ist das der das Buch kauft? Oder ist das der Zulieferer eventuell? Ja, ist das, bin ich der Kunde vom Zulieferer? Was ist denn mit Customer gemeint? Also eventuell könnte es da eine Ungenauigkeit geben, also ob es die Person ist, die das Buch kauft oder die Firma, die das Buch liefert. Das hier ist eine Situation, die auftreten kann. Also in Deutschland haben alle Bücher eine ISBN. Aber was ist, wenn die nicht alle wenn es Bücher gibt, die nicht Teil von diesem Katalog sind, ja, die keine ISBN haben, die eine falsche ISBN haben, solche Sachen können passieren. Solche Sachen sieht man auch oft, dass man in einem Jahr eine bestimmte Art von Dateneintrag hat, im anderen Jahr wieder eine andere. Also 2015 sahen die Daten so aus, 2017 aber ein bisschen anders. Wie kann das sein? Unsere Annahme ist, dass die Daten noch alle gleich aussehen müssten. Was hat sich geändert von 2015 bis 2017? Oft ist das, dass irgendein Mitarbeiter gewechselt hat und die Daten jetzt anders einträgt als vorher. Das ist natürlich sehr lästig bei jeder Art von Analyse. Wie kann man das vereinheitlichen, konsolidieren? Das sind so die Probleme, die da auftauchen. Hier noch ein paar Beispiele, die man gerne sieht dann, also bei Datentypen. Datum, ja, ist ein ewig langes Problem. Sie können Datum auf verschiedene Arten schreiben. Sie können 14. März schreiben oder im Englischen 14th March, March 14th oder so. Und dann gibt es noch 25 andere Schreibweisen. Alle meinen irgendwie das Gleiche. Und ein typisches Beispiel ist jetzt, dass Sie Daten bekommen, wo das textuell eingetragen ist, auf verschiedene Arten und Weisen. Und Sie müssen das irgendwie konsolidieren. Also es ist wirklich eine lästige Arbeit. Das heißt, man muss hier das Datum auf eine einheitliche Repräsentation führen, also zurückführen. Und das löst man insbesondere dadurch, dass man die interne Repräsentation loskoppelt von dem, wie man es außen darstellt. Also das können Sie sich an diesem Beispiel gut klar machen. Also der 14. März ist ja hier auch wieder ein Konzept, das sich irgendwie intern darstellen kann. Und was Sie hier sehen, ist ja eigentlich nur eine Art der Repräsentation nach außen. Sie können das so schreiben, Sie können es so schreiben. Gemeint ist immer der 14. März, das ändert sich nicht. Und was Sie einfach machen müssen, wenn Sie Daten sammeln, ist, dass Sie eine einzige Repräsentation intern haben, ohne diese verschiedenen äußeren Darstellungen. Das nennt man auch das Model View Design Pattern. Kommen wir später im Studium nochmal drauf zu. Dann gibt es Aufzählungen, da kann vieles schief gehen, also zum Beispiel bei Geschlecht, Men, Woman, Diverse, Undefined sind heute typischerweise die vier Möglichkeiten, die man angibt.
Oder solche Sachen wie ein Student studiert ein Fach Y, aber das Fach gibt es gar nicht an der Universität. Was machen Sie mit so einem Datenpunkt? Der studiert, Schafe hüten, aber das gibt es gar nicht. Übernehmen Sie diesen Datenpunkt, ja oder nein? Also da muss man beim Importieren gucken, also als ein Beispiel, was man machen kann, dass man die Daten, die da reinkommen, vergleicht mit Listen der erlaubten Werte. Also wenn Sie Daten einlesen von Studenten, die Fächer studieren, kann man halt gucken, existiert dieses Fach, ja, nein. Und dann kommt die nächste Frage, was mache ich denn, wenn das Fach nicht existiert? Dann Datenbereiche, die gültig sind oder auch nicht. Also dann sieht man, also das ist auch ein Beispiel, das haben wir haben mal Zugriff auf die interne Datenbank der Uni Saarland mit dem NDA und Privacy und alles Mögliche unterschrieben, wollten ja analysieren die Daten und da hat man solche Fehler gesehen. Ne? Also da hat ein Student eine Vorlesung gehört im Sommer 2047, irgendein Fehler, ja? Oder sie haben Gehalt von minus 50.000 Euro, haben sie echt schlecht verhandelt. Oder der Student ist 2017 geboren, kann sein, mit 4 schon an der Uni, 2021, aber doch eher unwahrscheinlich, vielleicht mal hingucken. Oder Sie haben kein Limit auf Ihrer Bankkarte. Gut für Sie, schlecht für die Bank. Also da muss man gucken, was solche Werte, also wie soll man solche Werte überhaupt importieren in ein System? Die machen für die Analyse vermutlich gar keinen Sinn. Ja, da kann man sich Gedanken machen über solche Geschichten wie, Sie haben Studenten, die keine Matrikelnummer haben. Das kann nicht sein. Ein Mitarbeiter, der keinen Boss hat. Gut für den Mitarbeiter, schlecht für den Boss. Ich glaube, da gab es einen Fall in Griechenland mal, da hat ein Mitarbeiter, ist 30 Jahre nicht zur Arbeit gekommen, dann ist es doch mal aufgefallen. Also da kann man auf Datenebene natürlich erzwingen, dass so ein Wert eingetragen sein muss. Ja? Typischerweise sagt man, okay, ein Mitarbeiter muss einen Boss zugeordnet haben. Und wenn er es selbst ist, also es gibt in Firmenhierarchien oft den Hack, dass dann bestimmte Positionen im Management keinen Boss haben und die haben als Boss sich selber eingetragen, schon gesehen in Hierarchien, ist möglich. Kann man machen, löst aber nicht wirklich das Problem dann. Ja, dann diese Default Values, eben schon angesprochen. Sie sagen halt, wollen Sie die Zahl 0 sagen, um zu sagen, Sie wissen es nicht. Das ist der Default Value, also wenn der Nutzer nichts einträgt, tragen Sie einfach 0 rein oder irgendeinen anderen Wert. Besser ist wirklich explizit zu sagen durch diesen Wert Null, dass dieser Wert unbekannt ist. Also so ein Wert wie diese minus 50 Meter ist keine gute Idee. Wieder zurück zu unserem Buchladen. Hier könnten wir erzwingen, dass jedes Buch eine ISBN haben muss. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Also Sie verhindern überhaupt, dass Bücher existieren, die keine ISBN haben. Sie könnten sich überlegen, dass Sie erzwingen, jeder Buch muss einen Autor haben. Vielleicht gibt es sogar Bücher, die keinen Autor haben, aber das könnten Sie erzwingen. Und zumindest, wenn Sie ein Buch sehen, was keinen Autor hat, mal einen Menschen drauf gucken lassen und sagen, hey, wollen wir das nicht doch erlauben, ja oder nein, aber nicht einfach ein Buch importieren, was kein Autor hat, ohne dass ein Mensch drauf guckt. Und was wichtig ist, nicht irgendwelche komischen Platzhalter für unbekannt nutzen. Also wenn ich einen Wert nicht weiß, nicht einfach der eine schreibt Goethe, der andere sagt NA for not available oder leere Anführungszeichen. Habe ich gleich zweimal geschrieben. Oder Peter knows the name and will enter it later. Das führt zu Kraut und Rüben und zu Chaos. Ne? Also man sagt typischerweise dann unbekannt, und da hat man einen Wert, der das auszeichnet. Duplikate ist auch ein Riesenproblem an dieser Stelle. Also ein Beispiel, zwei Studenten haben dieselbe Matrikelnummer, was dazu führt, dass Vorlesungen irgendwie an beide gebucht werden. Ja, vielleicht studiert nur der eine, aber beide bekommen hinterher einen Abschluss. Oder die haben dieselbe Nummer ihres Personalausweises. Zwei Männer sind verheiratet mit derselben Frau, was zumindest in Deutschland nicht geht. Zwei Autos haben dasselbe Kennzeichen. Das ist nicht die Idee. Kennzeichen sollen eindeutig sein. Da gibt es natürlich so einen Grenzfall, das sind diese Wechselkennzeichen. Die bestehen aus so einem vorderen Teil, dem Präfix und dem Suffix. Und das gesamte Kennzeichen ist immer das Präfix und das Suffix. Ne? Also das Kennzeichen darf nur benutzt werden, wenn auch dieser hintere Teil, das sind alles so kleine Metallteilchen, Metallplatten. Ja, Sie können jetzt diese hintere Metallplatte, die bleibt am Auto dran und die vordere können Sie umstöpseln an das andere Auto. Also beide Teile zusammen, diese OAZ AB10-2H ist ein Kennzeichen oder OAZ AB10-2 ist ein Kennzeichen für das zweite Auto. Und Sie dürfen immer nur eins damit fahren, haben aber eine Versicherung.
Aber die Kombi beider Zeichen, Präfix und Suffix, ist immer eindeutig. Genau, was heißt das für unseren Buchladen? Also keine Bücher sollten die, zwei verschiedene Bücher sollten dieselbe ISBN haben. Das ist wirklich strange. Oder zwei Autoren haben eine Author-ID. Also typischerweise in so einem System fangen sie irgendwann an zu sagen, dass sie die durchnummerieren, die verschiedenen Autoren. Das ist eine sogenannte ID, ein künstlicher Schlüssel, eine künstliche Zahl, eine ganze Zahl. Sie geben jedem Autor eine ganze Zahl, eine andere ganze Zahl, die heißt ID oder hier Author-ID meinetwegen. Und wenn jetzt Peter Müller die Author-ID 42 hat und Frank Meyer auch, dann kann natürlich alles Mögliche passieren. Dass zwei Bücher denselben Titel haben, ist völlig okay. Ja. Also ein Buchtitel ist nicht identifizierend. Ja. Es kann ein Buch geben, was weiß ich, Computer reparieren, und es kann ein anderes Buch geben, das heißt auch Computer reparieren. Das sind zwei verschiedene Bücher, die haben den gleichen Titel, aber die haben dann verschiedene IDs, ja, in dem System. Das ist okay. Titel alleine muss nicht eindeutig sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Autoren. Es kann beliebig viele Peter Müllers und Thomas Schmidt und was auch immer geben. Jens Dittrich gibt es auch mehrere, interessanterweise. Es gibt einen, der irgendwas über Netzwerktechnologie geschrieben hat, hat nichts mit mir zu tun. Das muss nicht duplikatfrei sein, das ist okay. Und dann kann man auch an dieser Stelle sich über komplexe Bedingungen Gedanken machen. Also Beispiel, Sie sind in der Bank, Sie wollen Geld überweisen. Dann kann man sich überlegen, und da gucken wir im vierten Semester auch noch rein in der Vorlesung im Detail, was das bedeutet. Wenn ich innerhalb einer Bank was überweise, von Alice zu Bob, von irgendeinem Kunden A zu einem Kunden B, wenn ich 100 Euro innerhalb einer Bank überweise und wenn ich jetzt mal die Summe aller Konten nehme vor der Überweisung, dann die Überweisung mache und dann die Summe aller Konten innerhalb der Bank nach der Überweisung, dann muss die Summe gleich sein, logischerweise, weil da kein Geld aus der Bank rausgeflossen ist und keins ist reingeflossen. Also das ist das, was hier steht. Ja, die Summe über alle Konten muss vor und nach der Überweisung gleich sein. Das kann man nicht einfach mal überprüfen, weil falls das nicht der Fall ist, gab es einen Fehler. Oder solche Bedingungen. Ein Boss hat mehr als 30 Angestellte. Das könnte eine Verletzung der Firmenregeln sein. Oder solche komplexen Regeln, dass sie bei Abgasmessungen unterschiedliche Sachen messen, je nachdem, ob das Auto sich auf der Straße befindet oder in einem Messstand. Das fällt auch in diese Kategorie. Für den Buchladen heißt das, Sie könnten sich Regeln überlegen, wie ein Kunde sollte nicht für mehr als 500 Euro kaufen. Außer wir vertrauen ihm, er hat schon 10 Rechnungen pünktlich bezahlt. Ja, solche Regeln können Sie machen, aber wenn Sie einen neuen Kunden haben, können Sie sagen, nee, da bin ich erstmal vorsichtig. Ein Kunde sollte nicht mehr als 200 Euro kaufen können, wenn er noch eine offene Rechnung hat. Das können Sie auch festlegen in so einem System. Also diese Websysteme, die machen zum Beispiel, die lassen komplexe Algorithmen laufen in Echtzeit, wenn Sie irgendwo was bestellen. In einem System, dann versuchen diese Webshops zu ermitteln, ob sie ein vertrauenswürdiger Kunde sind oder nicht. Ja? Durch eigene Daten, aber auch durch andere Daten von anderen Shops, und die frei verfügbar sind. Und je nachdem entscheiden diese Shops dann, ob sie zum Beispiel auf Rechnung bezahlen können oder nicht. Ja? Bei bestimmten Shops passiert das, nicht bei allen. Aber da werden, also im Bestellvorgang wird noch so eine Entscheidung getroffen. Und wenn sie besonders vertrauenswürdig sind, dann steht da, hey, auf Rechnung. Ja, denn solche Sachen, wir sollten nicht mehr Bücher bestellen, als wir lagern können. Ja, also diese ganze Supply Chain Problematik, Sie können nicht einfach 1 Million Buchtitel bestellen von einem Verlag, wo packe ich die hin? Wir sollten aber auch genügend Bücher bestellen, sodass wir die Kunden beliefern können. Ja, wenn ich viele Anfragen habe, kann die nicht ausliefern, ist das auch ein Problem. Oder es könnten so Sachen sein, dass ich in bestimmten Ländern bestimmte Bücher nicht verkaufen darf aufgrund gesetzlicher Bestimmung, ja? Also weiß nicht, Zensurbestimmung oder weiß nicht, Lizenzbestimmung, was auch immer. Und wichtig an dieser Stelle ist, also wir werden im Studium sehen, wir rennen durch diese Zyklen, wir sammeln die Daten, oft kriegen Sie von uns Daten, hier ist der Datensatz, mach mal, also den Kunden sehen Sie gar nicht. Im Praktikum später sehen Sie ihn dann, wir haben so ein DSAI-Praktikum, da sehen Sie natürlich auch einen Kunden, aber oft ist es in diesen Übungssituationen natürlich so, die Daten sind schon da und Sie sollen damit irgendwas machen.
In der Praxis ist es allerdings so, wenn Sie jetzt Daten bekommen, dann lernen Sie da ja was drüber, wie die Daten gesammelt wurden, wie die Daten generiert wurden, wie ich Ihnen gesagt hatte. Das heißt, es ist extrem sinnvoll an dieser Stelle, wenn Sie jetzt diesen Prozess einmal durchlaufen sind, Sie haben die Daten bekommen, Sie haben die erkundet und Sie versuchen jetzt die Daten irgendwie so ein bisschen zu säubern, aufzuräumen, dass Sie damit arbeiten können, dann Feedback zu geben an den Kunden oder an diesen Datengenerierungsprozess, wer auch immer dafür verantwortlich ist, um das zu verbessern, um in Zukunft zu verhindern, dass zum Beispiel ja, ein Student eingetragen wird, der eine Matrikelnummer hat, die ein anderer Student hat. Ja, also wenn das aktuelle System zulässt, dass Sie einen Studenten eintragen mit einer Matrikelnummer, die schon existiert, dann sollte man mit dem Softwareentwickler reden von dem HISPOS, LSF, sodass das in Zukunft nicht mehr möglich ist. Also wenn man diesen Fehler entdeckt hat, dann gibt man doch hier Feedback, weil dann, dann brauche ich in Zukunft mich um diesen Fehler nie wieder kümmern, wenn er einmal behoben ist. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Ich habe also hier zwei Möglichkeiten. Ich kann hier jedes Mal das Zeug aufräumen, wenn ich die Daten bekomme. Oder ich kann, wenn ich was gelernt habe, dieses Wissen zurückgeben an den Datengenerierungsprozess, um sicherzustellen, dass die Daten in Zukunft einen besseren Zustand haben, eine bessere Qualität. Und das ist ganz wichtig. Ja, also das nennt man Pushdown of Consistency Constraints. Also im Grunde diese Regeln, die ich hier gelernt habe, ja, die ich sehe, dass die gebrochen sind. Die Regel wurde gebrochen, dass die Matrikelnummer eindeutig ist. Die kann ich hier zurück, also runterdrücken. Das ist hier missverständlich. Also in der Data Science Welt fließen die Daten immer von unten nach oben. Wir sind jetzt aber hier im Prozessmodell, da geht es von oben nach unten. Also die Daten fließen ja hier entlang. Ich gebe jetzt aber das Wissen zurück an den Datengenerierer und deswegen ist das ein Pushdown. Ich sage dem, hier hast du eine Konsistenzbedingung oder eine Regel, die in den Daten eigentlich gelten muss, verletzt. Sorg dich doch mal in Zukunft darum, sorg doch mal dafür, dass das respektiert wird. Und deswegen heißt das ein Pushdown of Consistency Constraints. Und das kann ich auch für Filterbedingungen machen. Also nochmal das Beispiel von eben, Sie wollen Daten analysieren und die Firma gibt Ihnen 1 Terabyte Daten und Sie merken, Sie brauchen nur 100 Megabyte davon. Ja, dann können Sie, anstatt erstmal alle Daten zu sammeln und mühsam die 100 Megabyte herauszufriemeln, die Sie brauchen, können Sie auch direkt diese Filterbedingungen zurückspielen an die Firma, die Ihnen die Daten gibt. Ja, indem Sie sagen, also zum Beispiel hier wieder bei dem Buchladen-Beispiel, wie schwer ein Nutzer ist, was für eine Schuhgröße der hat, das Alter, Geschlecht, Anzahl der Kinder, wo er arbeitet, was er verdient und die Lieblingsfarbe, das interessiert mich alles nicht. Die Daten brauchst du mir nicht geben, die brauche ich gar nicht erst sammeln. Also früh versuchen, Sachen erst gar nicht zu sammeln, die mich nicht interessieren. Das kann ich natürlich, wenn ich einen Übergang habe von einem Buchladen zu einem Kaufhaus, was auch Schuhe vertickt, dann wird das hier wieder interessant, ja, da können einige wieder interessant werden. Aber wenn ich erstmal mit einem Buchladen anfange, dann brauche ich diese ganzen Attribute nicht, ja, brauche ich nicht sammeln. Und das sollte ich so möglichst früh identifizieren, möglichst früh diese Daten erst gar nicht aufsammeln. Ja, wie liegen wir denn in der Zeit? Ich glaube, wir sind ein bisschen. Mal kurz gucken. Sekunde mal eben. Ja, doch, es kommt zeitlich noch hin. Wir haben noch hier diese. Genau. Ja, das ist ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, dass Sie versuchen, Sie haben das alles schon mal gesehen auf Webseiten, wenn Sie da Webseiteninformationen eingeben, zum Beispiel Ihre Adresse, dann versuchen viele Webseiten schon mal zu gucken, ob es die Adresse überhaupt gibt. Und wenn die Adresse nicht gefunden wird, dann kriegen Sie eine Fehlermeldung und können die Daten nicht eingeben. Also Sie können typischerweise oft keine Fantasie-Postleitzahlen eingeben oder Sie können keine Straße eingeben, die nicht existiert unter einer bestimmten Postleitzahl. Und das ist das, was dann gemacht wird, dass man versucht, schon bei der Eingabe zu kontrollieren, ob die Daten, die da eingegeben werden, plausibel sind oder auch nicht. Ich glaube, das hier den Rest können wir erstmal. Also die Grundidee ist einfach, dass ich bei der Eingabe schon versuche, das abzufangen.
Ja, und das, was ich eben gesagt habe, ist, dass ich okay, nachher versuche, das zu säubern. Das ist der, Sie haben die Daten, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, ja, und Sie wollen, nachdem Sie die Daten gesammelt haben, die irgendwie reparieren. Das sieht man sehr oft in so Machine Learning-Szenarien. Wir haben auch ein paar Beispiele in den Jupyter Notebooks dann später, wo Sie das sehen, da sind Daten drin und das ist irgendwie, das kann nicht sein, die sind nicht plausibel. Und dann ist immer die Frage, was mache ich denn jetzt mit den Daten? Da sind Fehler drin in den Daten. Ich kann keinen besseren Datensatz bekommen. Die Fehler sind da drin. Irgendwie muss ich damit arbeiten. Aber wie arbeite ich dann damit? Und da gibt es im Grunde drei Möglichkeiten, die man machen kann. Das eine ist, ich schmeiße diese Daten weg, die Fehler enthalten. Ja, also stellen Sie sich wieder dieses Beispiel vor mit den Schwertlinien, was wir hatten. Da stellen Sie sich vor, da sind Werte drin, Blütenblatt, Kelchblatt, wie auch immer, ist 3 Meter lang, steht drin in den Daten. Was machen Sie jetzt mit diesem Eintrag? Nehmen Sie den mit? Werden Sie Ihr Modell, das einfach ins Modell werfen? Dann sieht das Modell einen Datensatz, da ist die Schwertlinie 3 Meter lang, beim anderen ist es 100 Meter lang, beim nächsten ist es -10 Meter lang. Das wird das Modell ruinieren. Also Sie müssen sich überlegen, was Sie jetzt damit machen. Und eine Möglichkeit ist, das Ding einfach wegzuschmeißen. Ich nehme nur die Werte, die Messwerte von irgendwelchen Blumen, die ich gesehen habe, die mir plausibel erscheinen. Das ist die eine Möglichkeit, das zu machen. Das heißt aber, der Nachteil ist, dass ich dann weniger Daten habe. Und es kann auch sein, dass ich Daten wegschmeiße, die eigentlich interessant gewesen wären. Ja, das ist eine sehr subjektive Entscheidung zu sagen, okay, ich schmeiße die weg, weil ich der Meinung bin, das existiert nicht oder macht keinen Sinn. Aber es gibt dann oft Grenzfälle, wo es vielleicht doch Sinn gemacht hätte. Also es ist manchmal nicht so eine einfache Entscheidung, Sachen wegzuschmeißen. Die zweite Möglichkeit ist Impute, das heißt, ich ersetze fehlende Werte. Ich versuche zu raten, was denn der eigentliche richtige Wert gewesen wäre. Das hat den Effekt, dass ich mehr Daten zur Verfügung habe, aber das kann auch wieder dazu führen, dass der geratene Wert eigentlich nicht der Wert ist, in der Realität, den ich vorgefunden hätte, wenn ich die Daten richtig gemessen hätte. Wenn dieser Fehler nicht entstanden wäre, hätte ich vielleicht einen anderen Wert gemessen als den ich jetzt rate. Kann auch zu Problemen führen. Da gibt es verschiedene Verfahren, mit denen man das machen kann. Guckt man auch noch drauf. Das andere ist Upsample und Downsample, dass ich versuche, Daten größer zu machen oder kleiner zu machen, je nachdem, und dadurch bestimmte Probleme vermeiden kann. In dem Zusammenhang kommt man auch auf den Begriff Dark Data. Was heißt Dark Data? Also wir haben ja jetzt angenommen, dass die Daten verfügbar sind. Es gibt viele Fälle von Daten, auf die ich gar keinen Zugriff ha habe. Und dafür gibt es den Begriff Dark Data. Also mit Dark Data sind Daten gemeint, die nicht sichtbar oder zugreifbar sind für Analysen. Ja, das kann sein, die dürfen nicht benutzt werden für analytische Zwecke, die wurden nicht digitalisiert, also Stichwort irgendwelche Karteikarten, Papierausdrucke, die nicht im Computer vorliegen, aber auch zum Beispiel Excel-Dateien. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist ja eigentlich irgendwie digital. Das ist eine Datei im Computer. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben tausende dieser Excel-Dateien. Jede sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Das ist sehr eingeschränkt, was Sie mit solchen Excel-Dateien machen können. Die sind sehr, sehr schwierig zu analysieren, weil Sie halt kein einheitliches Format haben. Also zwar wurden die auf eine gewisse Weise immer digital gehalten, digital im Sinne Bits und Bytes, das ist in der Datei gespeichert, aber das Problem ist hier das unterschiedliche Format. Also wo fängt Digitalisierung an, wo hört sie auf? Ist es eine Datei? Ja, aber es ist nicht digitalisiert in dem Sinne zu nutzbar für eine Analyse. Und das ist sehr schwierig. Oder der dritte Punkt von Daten, von Dark Data ist, wir haben keinen Zugriff auf die Daten. Das Ganze ist ein bisschen inspiriert vom Begriff dunkle Materie aus der Physik. Also in der Physik lief das so, dass bestimmte Beobachtungen, was Gravitation angeht, gezeigt haben, hey, da muss es irgendwie noch mehr Materie geben. Das, was wir an Materie verstehen, reicht nicht aus, um bestimmte Effekte zu erklären. Und hat mal postuliert, aha, es gibt noch so eine dunkle Materie, es gibt, glaube ich, auch eine dunkle Energie, ich bin kein Physiker. Ja, und das hat diesen Begriff geprägt. Und deswegen gab es dann den Begriff Dark Data, der sagt, da gibt es noch irgendwo was, aber wir haben keinen Zugriff. Beispiele: Excel-Dateien in einer Firma, analoge Dateien
oder auch interne Datensammlungen von Firmen wie Facebook, Google, Schufa oder der NSA. Wir wissen, es gibt sie und manchmal gibt es Whistleblower, die irgendwo was publizieren, aber im Großen und Ganzen haben wir keinen Zugriff auf diese dunklen Daten. Ja, hier vielleicht mal eine kurze Frage an Sie. Also warum ist es jetzt wichtig, die Herkunft von Daten zu verstehen? Können Sie ja mal antworten im Tool, wenn Sie Lust haben, im Discord. Können Sie mal Antworten schreiben. Also ist A wichtig, ja oder nein? Was ist die richtige Antwort hier? A, B, C oder D? Okay, einer sagt alle vier. Noch einer. I, all of the above. Genau, alle vier. Das ist richtig, das ist die richtige Antwort. Warum? Ja. Die Daten sind nur ein Abbild der Realität. Das vergisst man oft. Man hat die Daten, aber das ist ja nicht die Realität. Wenn Sie ein Bild nehmen, ein Bild fotografieren von irgendwas, das ist ja nicht die Realität. Das sind ja nicht die Bäume da draußen und die Landschaft, sondern das ist ja nur ein Bild davon. Und bei Daten ist es genauso. Ja, wenn ich die Adresse von Ihnen weiß und Ihre Schuhgröße und Ihr Gewicht, das sind ja nicht Sie. Das ist ja nur so ein Abzug von Ihnen. Das sind ein paar Merkmale, die ich über Sie gesammelt habe. Und deswegen ist es wichtig, wie diese Merkmale, wie dieser Abzug entstanden ist. Welcher Prozess bei dem Bild, ja, mit der Kamera, ist es die Kamera, die macht irgendwas, ja, die holt aus der Realität dieses Abbild in eine Fotografie. Und genauso, wenn ich jetzt irgendwelche Daten habe, wie in so einem Buchladen, dann muss ich wissen, wie sind die entstanden. Das gleichzusetzen ist ein großer Fehler, sieht man immer wieder, aber wäre ein großer Fehler. Wie die Daten generiert werden, hatte ich gesagt, ja, das kann großen Einfluss haben auf das Modell und die analytischen Ergebnisse. Aber auch dieser Datengenerierungsprozess hat hier erklärt. Ja, ich sehe was in der Analyse, das kann ich zurückspielen an die Datenerzeugung. Und was wir noch nicht so groß erklärt haben, aber was auch eine Rolle spielt, wenn ich sehe, die Daten wurden auf eine bestimmte Art und Weise generiert, kann das schon Hinweis geben, welche analytischen Methoden funktionieren und welche nicht. Ja, für bestimmte Arten von Datengenerierung ist einfach Methode X besser, für anderes Methode Y besser. Genau. Dann machen wir noch die. Okay, zwei sagen A. Das ist eine der größten Quellen für Erkenntnisse in der Wissenschaft, dass man Daten hat. Das war das Beispiel mit den tropischen Stürmen, die man aus Erdbebendaten herausliest. Ja? Oder dass man, weiß nicht, Newton, ja? Da sieht man, ja, wie kommt da immer so ein kleiner Fehler raus? Ja? Das passt nicht ganz exakt. Ja? Und dann kam Einstein und sagt, hier, Moment, das ist, im Großen und Ganzen stimmt das, aber wenn man fast so schnell wie das Licht fliegt, dann gibt es diesen und jenen Effekt. Ja? Also er hat ja nicht Newton komplett zerlegt, sondern hat gesagt, nee, man muss das erweitern. Und da gibt es diese Grenzen und diese Effekte. Und das sieht man oft in Daten, was im Grunde passiert ist, Sie haben ein Modell von der Realität, Sie haben ein Modell von dem Datengenerierungsprozess und Sie glauben, ihn verstanden zu haben und dann messen Sie irgendwas und sehen, nee, da gibt es noch irgendwas, was ich nicht komplett erkennen kann, ja, was noch erweitert werden muss in meinem Modell. Und das ist dieser B-Teil. Ich kann immer vergleichen das Modell, was ich im Kopf habe, wie Daten entstehen, mit den eigentlichen Daten. Diese Diskrepanz gucke ich mir an. Und das gibt oft ganz tolle Einsichten, wenn man das mal vergleicht und merkt, oh,
Da ist noch irgendwas drin, was ich noch nicht richtig verstanden habe und was eigentlich interessant wäre. Also eigentlich, A ist auch richtig, ja. Ich kann es nicht so richtig wissen, ja. Ich ob es ein Fehler ist oder ein interessanter Effekt, liegt im Auge des Betrachters. Ja. Das hängt auch sehr an der Fragestellung. Aber ohne jetzt wirklich in den Datengenerierungsprozess zu gucken, ohne mit Domain-Experten das anzuschauen, das ist nicht immer möglich. Ja. Manchmal ist es ganz einfach und manchmal ist es aber wirklich schwierig. Also hier ist noch, ich weiß nicht, den Witz kennen Sie bestimmt auch. Muss natürlich immer genug Fälle angucken und gar nicht nur ein paar, das wäre viel zu einfach. Gucken wir uns aber noch mal die Analysephase an. Wir hatten jetzt diese ersten drei Phasen und jetzt kommt man zu dieser vierten Phase. Da will man die verschiedenen Daten, die man gesammelt hat, irgendwie zusammenführen und kombinieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt einen Datensatz gesammelt über Bücher, die existieren. Sie haben einen Datensatz gesammelt über Autoren, die existieren. Und Sie haben einen Datensatz gesammelt über Kunden, die Bücher von Autoren kaufen. Das sind eigentlich drei verschiedene Datensätze und die wollen Sie irgendwie zusammenbringen. Die müssen Sie irgendwie kombinieren. Und das passiert an dieser Stelle. Und dafür gibt es eine bestimmte Art von System. Hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, das sind die sogenannten Datenbanksysteme oder Database Management Systeme. Da gibt es auch eine separate Vorlesung zu, weil das so wichtig ist im vierten Semester. Ich will nur mal kurz zeigen, in welche Richtung das hier geht. Also das sind Systeme, die Ihnen sehr viel bieten, wenn es darum geht, Daten zu verwalten. Sie haben einen großen Werkzeugkasten, den Sie benutzen können mit diesen Systemen. Also immer, wenn es darum geht, Daten anzufragen, die in verschiedenen Modellen vorliegen, seien es jetzt JSON-Daten, textuelle Daten, räumliche Daten und so weiter und so fort. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht alles eingehen. Also das sind sehr ausgefuchste Systeme, die wir im vierten Semester kennenlernen werden. Die haben zum Beispiel auch Unterstützung dafür, für sogenannte Crash Recovery. Das ist das Beispiel mit den Banken, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, wenn ein System in der Bank runterfällt. Also ein Computer kann immer kaputt gehen, Stromausfall, Wasserschaden, was auch immer. Und dann ist die Frage, wie schnell können Sie den Computer wieder hochfahren? Und diese Datenbanksysteme haben eingebaute Techniken, die dafür sorgen, dass das ratzfatz innerhalb von Minuten spätestens funktioniert, wenn man sie richtig benutzt. Das war bei diesen Banken zum Beispiel nicht so. Also nur mal als Teaser, es gibt diese Systeme und es gibt da sehr viele Datenbanksysteme in diesem Bereich. Da gibt es zum einen kommerzielle, wir haben aber auch Open-Source-Systeme, die sehr, sehr gut sind. Also Postgres ist ein relativ bekanntes System in dem Bereich. MySQL, falls der eine oder die andere von Ihnen mal mit Webseiten programmiert hat, das ist ein bekanntes System. In den Vorlesungen benutzen wir oft SQLite. Nur mal, dass ich das erwähnt habe. Und bei diesen Systemen, und das sehen wir auch in den Effekt bei anderen Bibliotheken, das ist so ein wichtiges Gebiet, dass sich so viele Systeme entwickelt haben, die aber auch ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Das ist ein bisschen wie bei Fahrzeugen. Ja, es gibt Autos, es gibt Flugzeuge, es gibt Schiffe, aber selbst in jeder Unterkategorie gibt es nochmal starke Unterschiede. Und das sieht man auch hier bei diesen Datenbankmanagementsystemen. Also wenn Sie ein System wie SQLite angucken, das ist eher wie so eine Jolle, das weiß nicht, fährt maximal 40 Kilometer pro Stunde oder sowas. Es gibt Systeme, die fahren ein bisschen schneller, wie MySQL oder andere, die sind mehr so ein Jumbojet. Oder moderne Datenbanksysteme fliegen durch Wurmlöcher und können auch, weiß ich nicht, mit Warp-Antrieb beliebige Distanzen überwinden. Also gibt es ganz unterschiedliche Eigenschaften von diesen Systemen. Und später in der Praxis muss man dann halt auch gucken, habe ich das richtige System eingesetzt. Also Sie werden da in der Universität eher lernen, es gibt diese Datenbankmanagementsysteme. Ich gehe nochmal zurück. Und die haben bestimmte Eigenschaften, was ich Ihnen hier auf Folie 36 gezeigt habe. Ja, sie machen dieses und jenes. Die Kunst in der Praxis ist später aber, das richtige Datenbanksystem auszuwählen. Ja, dann nicht einen Fehler zu machen, eins auszuwählen, was bestimmte Sachen nicht gut oder ungenügend unterstützt. Denn Sie wollen natürlich an dieser Stelle nichts verlieren. Gut, die Takeaway-Message hier für heute ist aber einfach, diese Datenintegrationsprobleme, also diese vierte Teilphase, die man in der Datenanalysephase
sieht, die kann man alle mit Datenbanktechnologie lösen, also 99,999% davon. Das heißt, wenn wir auf so Anwendungen gucken, wie beim CERN, da werden große Datenmengen gesammelt, oder wie bei der NSA, oder wie bei diesem Buchladen, oder wie bei diesen Tesla-Autos, die irgendwelche Daten sammeln, da treten Probleme auf, die alle schon mal gelöst wurden und die perfekt unterstützt werden durch Datenbankmanagementsysteme. Also die Nachricht, die Message für Sie ist, Sie müssen da nicht das Rad neu erfinden, sondern es geht ja nur darum, existierende Techniken, existierende Werkzeuge richtig einzusetzen. Also es gibt hier die Unterscheidung aus der Forschungssicht ist keine dieser Anwendungen eine wirkliche Challenge. Also auch das, was man gesehen hat, zum Beispiel bei der NSA, diese gigantischen Datenmengen, die da gesammelt wurden, das ist forschungsmäßig keine Herausforderung, wirklich nicht. Also seit einem Jahrzehnt mindestens nicht. Aber wenn man dann wirklich eine Anwendung bauen will auf so einer großen Skala, gibt es da schon die ein oder andere Herausforderung, was da alles schiefgehen kann und was auch nicht. Gut, also zusammenfassend für heute, diese Datenanalysephase, die ist wichtig, auch wenn das trockenes Zeug ist. Ich weiß, viele der Folien waren heute so ein bisschen nicht so bunt wie letztes Mal, ich verstehe das, aber es ist extrem wichtig, es macht einen extrem großen Unterschied aus, ob man da so drüber huddelt über diese Phase, Datenanalysephase, oder ob man da wirklich sich Zeit nimmt und darüber nachdenkt, weil das kann das Break oder Make sein für Ihre Anwendung. Wenn Sie da was übersehen, kann komplett das Produkt scheitern. Das ist super wichtig, wird leider oft ignoriert. Also die Auswirkungen dieser Phase bitte nicht unterschätzen. Also bei dem Tesla-Beispiel, welches Tesla-Beispiel habe ich denn da gemeint? Also Tesla, was halt diese Sachen, es gibt da ein Beispiel, das hat er im Vortrag genannt, dass das Auto, so ein Tesla bewertet immer die Situation, die es sieht. Ja? Es bewertet die Situation im Sinne, habe ich das schon mal gesehen, ja oder nein? Also es hat praktisch einen Wert von 0 bis 1 zugeordnet zu dem, was es gerade sieht. Und wenn es sich sehr unsicher ist, dann funkt es das Bild nach Hause. Das wurde zumindest damals im Vortrag behauptet. Ja, und da hat der im Vortrag halt ein paar wirklich absurde Situationen gezeigt und dann dargelegt, wie wichtig das ist, zu verstehen, was für Situationen es gibt, sprich die richtigen Daten zu sammeln und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und deswegen ist das so wichtig. Und dass der Aufwand, der da betrieben wird für die verschiedenen Phasen, kann halt sehr unterschiedlich sein, je nach Anwendung. Es kann sein, dass man das ratzfatz klären kann, wie bei diesen Schwertlinien. Das ist ein Datensatz, den guckt man schnell an und hat das geklärt. Es kann aber auch sein, dass man sehr viel sprechen muss mit den Kunden, um wirklich die Anwendung zu verstehen und das Problem zu lösen. Ja, das war's von meiner Seite für heute. Ich bin noch im Discord verfügbar, wenn Sie Fragen haben. Nächsten Donnerstag, 12.15 Uhr, geht es weiter mit einer Einführung in KI. Wir sehen uns dann. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Alles Gute.